Tag Nerds und herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge des Mindcast. Ja, wie ihr unschwer am Folgentitel erkennen könnt, haben wir es endlich geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben den Werwolf-Wanderweg bezwungen. Ja, ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr lustig mit dem lieben Markus, der jetzt auch quasi theoretisch bei mir ist. Sag mal, Tag Markus. Tag Markus. Genau. Na, wir hatten sehr viel Spaß bei diesen 10 Kilometern. Ich war danach ziemlich im Arsch, muss ich ehrlich sagen. Aber es war es auf jeden Fall wert. Und ja, das, was wir an Material aufgenommen haben, war sehr witzig. Aber davon könnt ihr euch jetzt gleich selber überzeugen. Und ein kleiner Hinweis in eigener Sache noch. Am 31.10. haben wir für euch eine kleine Überraschung, aber mehr dazu nach dieser Folge. Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Okay, let's go. Jetzt kann ich ja nochmal sagen, was ich gerade im Auto gesagt habe. Schon nach 2 Jahren. Nach 2 Jahren sind wir dann endlich mal hier. Ja. Und während der ein oder andere Zuhörer jetzt gerade just in diesem Moment die 4. Folge des Monats hört, sind wir unterwegs für euch und für uns auch ein bisschen, um die Ehre wiederherzustellen. Wir scheuen keine Mühen. Auf dem Werwolf-Wanderweg in Bedburg. Und jetzt war ich gerade kurz irritiert, weil der Typ hier auf dem Plakat ein Handy hält und ich gerade mein Handy in der Hand hatte. Das war irgendwie so ein komischer Spiegelmoment. Ja. Was? Markus hat ja auch gerade schon, oder du hast gerade schon gesagt, ne, wir haben ja gesagt, wir machen das so ein bisschen im Gesprächsstil, ne, dass du ja jetzt die volle Touri-Schiene fährst, ne, mit Fotos und allem. Ja, ja, damit man gegebenenfalls noch mal ein bisschen Kontext in Bildform geben kann zu dem, was wir hier machen. Was ich hier schon richtig urig finde, ist diese coole alte Mauer. Ja. Das erinnert mich direkt an die alte Heimat. Den Göttinger Wall. Oh, schön. Bresseln. Geht schon wieder gut los hier. Brennnesseln, ey. Das Grauen meiner Kindheit. Ah, da ist direkt ein Spielplatz voraus. Ja! Ja! Okay, ich bin dann 2,5 Stunden hier. Du holst mich gleich ab. Der kleine Christian möchte aus dem Smörland abgeholt werden. Lustig wäre es, wenn mein Auto nicht mehr auf dem Parkplatz stehen würde dann, ne? Ja. Für mich wäre es lustig. Ja, geht so. So. Nein, ich würde dich doch nicht hier einfach in Altkaster stehen lassen. Nee, hast du das mein Mikro eigentlich an? Ja, dein okay. Mikro ist an. Das ist super. Zumindest leuchtet es rot. Genau, wir machen das Ganze mit dem DJI Mic, das ich ja schon mal in Videoform vorgestellt hatte. Und es ist aber schön hier, ne? Wir werden für diese Werbung übrigens nicht bezahlt. Warum eigentlich nicht? Ja, weiß ich auch aber nicht. Aber guck mal, das ist doch echt schön hier, oder? Das ist so, ja, so schön groß, waldläufig. Ja. Oh, geil. Waldläufig, sagst du? Waldläufig. Eine Seilrutsche, cool. Ich liebe Seilrutschen. Ja, möchte der kleine Markus auf die Seilrutsche? Nee, ich habe die Woche in der Kita genug gespielt. Das reicht mir. Ja, ne? Wir sind jetzt übrigens gerade unterwegs, auch an einem Sonntag, hoffen also auf nicht allzu viel Betrieb, damit wir unsere Ruhe haben vor Menschen. Menschen, bah! Und von überall her kommen komische Geräusche. Wir sind jetzt hier gerade in einer relativ ländlichen Gegend unterwegs, sage ich mal. Ja, etwas außerhalb von Köln. Genau, und schauen jetzt mal, was uns hier heute so erwartet. Wir wollen jetzt, nach 2 Jahren endlich mal diesen Werwolf-Wanderweg schaffen. Ja. Es sind nur 7 Stationen, rund 10 Kilometer. Aber erstmal den Weg hierher zu schaffen, war ja irgendwie schon ein bisschen problematisch. Sollten wir uns mit einem Navi bewegen oder eher also nicht? Ach so, ja. Das ja, Zeichen sagt ja rechts rum. Genau, dann machen wir das doch. Moin. Und da heißt es links rum. Okay, gut. Verwirrend. Schauen wir mal. Ach, guck mal, ja, hier so richtig noch gestützt und angemoost.
Ich bin auf jeden Fall mal. Ich bin sehr gespannt, was überhaupt alles so uns jetzt erwartet. Ja, vor allem an Geräuschen dann am Ende, ne? Meinst du das? Oder? Ja, das versuche ich ein bisschen zu unterdrücken. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber das Wetter ist gerade richtig gut. Ne? Wir hatten ja schon ein, zwei Mal jetzt den Plan gefasst, aber dann sind wir ja irgendwie immer so ein bisschen davon abgekommen. Ja. Aus dem einen oder anderen Grund. Meistens aus deinen Gründen. Was? Ja. Ja. Nein. No blaming. Ich dachte gerade kurz, das wäre Holz, da irgendwie aus wie so ein Holzbalken, der da durchgeht. Ach so, durch die ich dachte, Mauer. Du wolltest dich da draufsetzen. Nee. Genau, und wir schauen einfach mal. Fitnesslaufpark, nee, da biegen wir jetzt nicht ab. Ja, wir müssen. Ja, gut. Na gut. Na, guck mal, hier wäre auch noch ein paar. Mir kommt so vor, als wären wir gerade hier noch gewesen. Also entweder sieht das wirklich... Ah ja, gut, sind halt so diese Stadttore, ne? Ja, genau. Die sind halt sehr wir ähnlich. Sind jetzt quasi ein bisschen um den Ort gewandert. Oh, ist das gerade schön vom Untergrund im Vergleich eben zu diesem parkmäßigen Weg. Jetzt so ein schön kleiner... Ah, die Burgruine Custer. Ah, sieht auch nicht schlecht aus. Erinnert mich gerade ein bisschen an Hogwarts Legacy tatsächlich. Ja. Dann mache ich jetzt auch mal den Touri. Genau, machen wir ein schönes Foto. Genau, deswegen muss der Markus aus dem Foto verschwinden. Oh, zu spät. Boah, ich hatte gerade kurz Panik, dass das Mikro abfällt und ich einfach von der Brücke ins Wasser rein. Oh, das ist ja bitter. Ja. Schauen wir mal, was es hier zu lesen gibt. Die Nacktschnecke liest das Schild auch durch, okay. Cool. So, sobald es ein bisschen anfängt zu regnen, direkt überall Schnecken. Das sind deine Freunde. Ja. Jetzt am... letzte Woche kam mir in der Kita, als es geregnet hat, waren wir auch draußen natürlich und dann kam mir ein Kind entgegen mit so einer doppelten Handvoll, wie so eine Schale, komplett voll mit Regenwürmern. Ah, oh, herrlich. Ich dachte nur so, danke. Markus so, ja. Warum sieht das Schild so eklig angeschmockt aus? So, was haben wir denn schöne hier? Schöne Grüße von Max. Wir sollen viel Spaß auf dem Werwolf-Wanderweg haben. Ja, schöne Grüße auch von meiner Frau, die soll ich auch ausrichten und wir sollen auf uns aufpassen. Ich hoffe, wir kommen zurück. Ja, ja. Wir schauen mal. Okay, dann gucken wir uns das ganze Ding nochmal an. Ich weiß nicht warum, aber so Ruinen haben irgendwie immer irgend so was Gemütliches. Ich weiß nicht warum. Gemütlich? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie. Das ist, weil du dich da wie bei dir zu Hause fühlst, weil du auch auf einer Ruine wohnst. Ja, ja. Ja. Das ist wie zu Hause. Fast. Aufgeräumter ist es hier. Aber es ist schon cool. Auf jeden Fall. Also gerade ich mag ja sowieso Burgen, Burgruinen, da bin ich ja immer vorne mit dabei. Na, ich mag das vor allen Dingen gerade so, wenn es geregnet hat, auch einfach diesen leicht verregneten Geruch in der Luft. Ne? Das ja, es ist so wie gewaschen. Diese nasse Erde, ja, ist ja im Prinzip auch. Ja. Ne? Ah, da ist wieder das nervige Geräusch. Und ich hoffe mal sehr, dass diese ganze Aufnahme jetzt was wird. Wir haben ja noch nicht allzu viel mit dem Funkmikrofon gemacht. Genau. Also zumindest nicht in diesem Kontext habe ich das auch noch nicht viel genutzt. Aber meine ganzen Tests waren immer sehr erfolgreich. Von daher jetzt mal so Zerreißprobe für etwas, das ich dann auch wirklich konkret für was benutzen will. Also in dem Fall jetzt eine Podcast-Folge. Also wenn ihr das hört, Daumen nach oben, hat funktioniert. Wenn ihr das nicht hört, tja, schade. Könnt ihr euch selbst vervollständigen, den Satz. Aber wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, wenn man sich da so reindenkt, früher so vor zig Jahren und dann gehst du hier so durch dieses kleine Waldstückchen, wo wir uns jetzt so durchbewegen, weißt du, und hast aber so im Hinterkopf, dass hier angeblich ein Werwolf sein Unwesen treiben soll. Ah, da hätte ich ja Spaß. In der Zeit, wo alles noch mit mehr Aberglauben und so weiter war und generell noch ein bisschen Aufklärung gefehlt hat, kann ich mir schon vorstellen, wenn du hier so lang gegangen bist, dass dir da mal der Stift geht. Im besten Fall geht nur der Stift. Oder ein bisschen braun in der Hose. Na gut, passt sich dann an die Farbe des Werwolffells an. Oh. Ja, ja. Was ich hier ganz schön finde, an der ersten Infotafel haben wir ja gerade schon gesehen, dass das Ganze jetzt hier auch so ein bisschen auf Kinder adaptiert worden ist, mit so einem Kinderprogramm, das diesen ganzen Wanderweg noch begleitet. Schön, ja. Es ist zumindest immer dezent mit diesen kleinen Aufklebern markiert. Das ist gut. Wir stehen jetzt nämlich gerade an so einer großen Kreuzung. Da mache ich direkt nochmal ein Foto von. Das sieht. Hier gehen quasi drei Wege ab.
Also wir kommen hier gerade so an und stehen so davor. Es sind 1, 2, 3, ja eigentlich sogar 4 Wege. Ne? Ich glaube, da geht es auch noch rein. Nee, es ist nur so ein Trampelpfad oder so eine Einbuchtung. Aber ohne die Beschilderung, die hier netterweise existiert, wäre das schon schwierig. Aber weißt du, das hier, was ihr jetzt auf dem Bild vielleicht rechts sehen könnt, wenn ich das Bild irgendwo einbaue für euch, das erinnert mich so typisch an so Filmszenen, so ein ganz breiter Waldweg, weißt du, wo dann so die Kutschen langfahren. Ja. Ja, ne? Ja. Also nicht dieser typische Waldweg, wo du so als... Okay. Als Spaziergänger... Achtung, Werwolf! Als Spaziergänger lang gehst, sondern so, weißt du, so ein bisschen breiter angelegt. Ja. So, gehen wir mal geradeaus. Was zum Henker ist das? Eine blaue Muschel mit einem... Pilgerweg. Pilgerweg, ah, okay, ja, da bin ich raus. Möglicherweise. Gehen wir weiter. Na gut. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt das Mikrofon hier an meiner Tasche dran, dass ich nicht immer automatisch meine Tasche nachjustiere. Also wenn ihr es zwischendurch mal rascheln hört, bin ich das wahrscheinlich, der die Tasche hier ein bisschen hin und her schiebt. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr Spaß habt mit der Folge. Ja, wir hoffen, dass wir irgendwie diesen Rundweg schaffen, ja, ohne uns zu verletzen. Das Schöne ist, die Mikros sind so empfindlich, dass man unsere Schritte ja auch hört. Ja. Sollte man zumindest. Dann wisst ihr auf jeden Fall, dass wir wirklich unterwegs sind. Und dass Christian gerade durch Matsch gegangen ist. Vielleicht hört er das auch. Ich bin auch durchgegangen, aber bei Christian hat er uns mehr gehört. Arschloch. Willst du sagen, ich bin fett und deswegen hört man das mehr? Vielleicht. Nein. Oh, boah, wie lange ich schon nicht mehr in dem Wald war. Wie lange du nicht mehr draußen warst, was? Na, draußen bin ich wirklich jeden Tag. Also ich bin ja allein schon jobbedingt viel draußen. Ja. Also das ist ja tatsächlich wirklich für mich persönlich immer so ein großer Vorteil von meinem Job, dass ich mindestens einmal am Tag so an der frischen Luft bin. Nicht nur so arbeitswegmäßig, sondern wenn wir dann vormittags draußen sind, sind wir ja schon mal 1,5 bis 2, 2,5 Stunden so draußen, je nachdem wie wir rausgehen. Also so 1,5 Stunden ist dann eher so die Regel und nachmittags ja dann meistens auch nochmal. Aber ich hätte mir vielleicht noch einen Schal einpacken sollen. Ja, ihr müsst auch noch wissen, gerade als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, kam von Markus die Frage, sag mal, ist dir nicht kalt? Hast du keine Jacke? Weil ihr müsst euch vorstellen, Markus dick eingepackt mit Wintermütze, ne, Regenjacke, super gut vorbereitet aufs Wetter und ich habe mein Lieblingshoodie an. Ja, aber das ist tatsächlich auch einfach nur meine Ich-bin-jetzt-draußen-Kleidung. Also es ist jetzt kein Wanderoutfit. Ich habe eine Jeans an, meine normale Softshell-Jacke und meine normale Mütze. Also, deine Beschreibung klang jetzt, als wäre ich hier in so einem 24-Stunden-Overnighter-Survival-Equipment aufgetaucht. Wir machen hier Seven vs. Wild. Seven vs. Genau. Kannst du mal an meine Hinterseite gehen, bitte? Und mir da diese Tüte rausholen, wo das Brötchen noch drin ist. Irgendwie verspüre ich gerade einen kleinen Hunger. So, danke dir. Jetzt noch ein bisschen ASMR. Genau. So, mal nebenbei das trockene Brötchen futtern. Käsebrötchen habe ich mir gerade schon reingeballert. Magst du Käsebrötchen? Ich mag Käsebrötchen, ja. Machst du dir da was drauf? Du meinst Butter oder ähnliches? Irgendwas. Ja. Okay. Immer. Also Käsebrötchen ist für mich tatsächlich immer einfach so essen. Einfach so das Brötchen. Ja, es kommt drauf an. Wenn die Käseschicht etwas dicker ist, dann kann ich auch auf die Butter verzichten. Achtung, Christian, vor uns. Ach du Scheiße. Ein Hinterhalt. Ja. Das sieht ja wohl mal 1A nach einem Hinterhalt aus. Hier ist ein riesiger Baumstamm über den Weg gelegt, der uns den Weg versperren soll. Oh Gott, wie komme ich denn darüber? Gut, das ist einfach ein Baum, der abgeknickt ist, aber... Der ist ordentlich abgeknickt. Aber wir müssen auf jeden Fall drumherum oder drunter durch. Also ich meine, ist jetzt kein riesen dicker Baumstamm, ne? Nee. Also einmal drunter wegbeugen reicht schon, aber hier ist der Schlamm. Ach, ich gehe hier einfach drüber. Und ich gehe drunter her. Ich würde ja... Also ich war schneller. Punktvermessung. Okay, so, irgendwelche komischen Plaketten im Fußboden hier. Das Interessante finde ich ja immer bei so Wanderwegen und solchen Geschichten, dass die sich ja irgendwann überlegt werden. Ja. Und man im besten Fall eine gute und sinnige Route einfach hat. Mhm. Wenn du jetzt nicht gerade 24 Stunden oder ähnliches
24 Stunden oder ähnliches hinter dich bringen musst, haben solche Wanderwege, finde ich, immer so einen gewissen Charme. Ja. Weil man erfährt immer irgendwas so über die Umgebung, um die, diese ganze Ausrichtung, was hier so geschichtlich passiert ist. Und in dem Fall haben wir ja sogar so einen konkreten Bezug zu einer alten Folge von uns. Mhm. Und ich bin gerade echt happy, dass wir das endlich mal schaffen. Ja, ja. Es sah ja gestern Abend noch so ein bisschen kippig aus. Ne? Kippig? Ja, ja. Also dass das stand zur Debatte, dass wir es vielleicht doch nicht schaffen. Ach so, ja. Ja, allein, dass ich in die Bahn steigen musste heute und dann noch mit dem Auto umhergefahren werde, das ist schon Horror pur. Da kann der Werwolf einpacken. Also ich bin ja wirklich kein Freund von Autofahrten. Ja, ja, das hat man dann, als wir angekommen sind, dann auch gemerkt. Ja, dann war ja auch genug für dich. Ja. Hattest du ja gesagt. Genau. Lass mich gerade mal was gucken. Da ist auch noch ein Schild. Ah. Wolfgangstieg, Wolfsgasse. Ach, guck mal, da ist auch ein Schild. Ja, das ist der Anfang tatsächlich jetzt. Hier gehen wir jetzt so einen kleinen, ja quasi eine Seitenstraße vom Waldweg. Ja. Der uns jetzt hier, oh, hör mal, einfach nur mal hören. Das ist einfach nur ganz leichtes Rauschen. Herrlich, ne? Super. So, was haben wir denn hier? Du kommst jetzt bald zur steilsten Etappe des Werwolf-Wanderwegs, der Kasterer Höhe. Ah, da freue ich mich ja sehr drauf. Das für die Kinder. Ich würde sagen, dann machen wir das tatsächlich doch so, dass wir hier die Tafeln einfach mal vorlesen, oder? Ja. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Fang du mal an, dann esse ich in der Zeit mein Brötchen. Alles klar. Die dämonischen Gräueltaten des Werwolfs von Ebrath. Peter Stump, auch genannt Stubbe, wurde im Jahr 1525 im Weiler Ebrath nahe Bedburg geboren. Schon als Kind soll er einen Hang zum Bösen gehabt haben. Der Überlieferung nach übergab er seine Seele dem Teufel, der ihm dafür versprach, dass er sich in Gestalt eines Werwolfs all seine blutrünstigen Wünsche erfüllen könne. Um unerkannt sein Unwesen treiben zu können. Unerkannt sein Unwesen treiben. Sehr gut. Soll er vom Satan einen magischen Gürtel aus Wolfsfell erhalten haben. Mit Hilfe dieses Gürtels konnte er sich jederzeit in einen Werwolf verwandeln, um Tod und Verderben über die Menschen der Region zu bringen. Zeitgenössische Chronisten wissen zu berichten, dass Peter Stubbe als Mannwolf jahrelang den Menschen im Umland von Bedburg auflauerte. In einer Flugschrift über die Vorkommnisse rund um Ebrath aus dem Jahre 1590 erfährt man, dass er insgesamt 13 Kinder ermordet haben soll, darunter seinen eigenen Sohn. Wenn ihm kein Mensch über den Weg lief, jagte er grasendes Vieh, Ziegen und Kälber. Die Angst vor dem teuflischen Werwolf war allgegenwärtig. Na, das ist ja tatsächlich schon mal ein guter Einstieg ins Thema, finde ich. Ja, das fängt schon gut an. Deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was ich gerade gesagt habe zu Beginn der Waldstrecke. So, ne? So dieses, wenn man hier so lang geht und das so im Hinterkopf hat, ja, dass Leute darüber reden, so diese Gerüchte oder dass auch irgendwelche Todesfälle wahrscheinlich natürlich auch wirklich passiert sind, finde ich, hat das schon so einen gewissen Touch, wenn man hier dann mal wirklich so lang geht selber. Ja. So, ne? Es wurde ja jetzt angekündigt, dass wir auf die steilste Etappe kommen. Es tut mir jetzt schon sehr leid, wenn ich schnaufe. Ja, ich glaube, das sind insgesamt 50 Höhenmeter oder so. Also das ist... Ja, das ist viel für einen dicken Menschen. Also das ist tatsächlich nicht so wild. das kriegen wir hin. Ja, also die höchste Steigung sind 50 Meter vom Weg her. Das ist aber machbar. Das ist machbar. Schön, dass hier auf einer langen Geraden auch nochmal so ein Schild hier ist. Achtung, jetzt nicht spontan vom Weg ab. Sondern einfach hier gerade weiter aus. Ach, guck mal, ich sehe die Anhöhe schon. Och, ja, ich werde sterben. Was? Nein. Es war sehr schön mit euch. Es hat mir sehr gut gefallen, dass ich 10 Minuten Werwolfwanderweg geschafft habe. Ich bin sehr stolz auf mich. So, kurz ein Selfie zwischendurch. Boah, guck mal. Das ist mir gerade richtig ins Auge gesprungen. Da ist ja Pille gerade. Ja, super gerade. Hatte ich dir, apropos Pille gerade, habe ich dir das Japanisch Video gestern geschickt von TikTok oder so? Ach so. Hilfe. Au. Ich bin an was Stacheligem hängen. Alter, voll die Stacheln hier auf einmal so auf Kopfhöhe. What the fuck? Du kannst ja froh sein, dass es nur in deiner Kopfhaut hängen geblieben ist und nicht im Gesicht. Naja, in der Mütze zum Glück. Aber ich will gerade so gehen, denke so, whoop, was hält mich da fest? Lass mich los. Aber ja, das japanische Video hast du mir gezeigt mit dem Gaumenzäpfchen. Geil, oder? Wie das Gaumenzäpfchen auf Japanisch heißt. Ja.
Wie hieß das nochmal? Halspimmel? Ja, genau, Halspimmel. Also wörtlich übersetzt aus dem Japanischen, weil das Wort Gaumenzäpfchen oder was ähnliches gibt es da nicht. Doch, es gibt, das wird nur nicht verwendet. Die sagen dann halt einfach Halspimmel. Ja gut, ich meine, ich finde die Vorstellung immer total lustig. Hast du voll den Schlong im Hals hängen? So Self-Deep-Throating. Ja, so die ganze Zeit. Ja, Non-Stop-Deep-Throat. Okay. Ach, die Steigung hier ist doch nix. Ja. Sag ich jetzt. So ein 5 Meter so. Töte mich. Lass mich einfach hier liegen. Ja. Geh weiter. Boah, ich glaube, wir bringen gerade so viel Unruhe hier in diesen Wald rein. Voll am Rumbrüllen die ganze Zeit. Aber ich mag Wald. Ich war mal vor, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal schon mal erzählt habe, als ich noch damals in Göttingen im Hort gearbeitet habe, bin ich mal mit ein paar Jungs in meinem GPS-Gerät in den Göttinger Wald gefahren. Mhm. Und glücklicherweise wieder rausgekommen. Sind, ja, das auch, aber sind dann tatsächlich geocachen gewesen im Wald. Ach cool. Das war wirklich nice. Ich habe übrigens eine Info bekommen zu dieser ganzen Herzgeschichte. Okay. Und zwar habe ich in knapp 2 Wochen, direkt am ersten Urlaubstag, ich freue mich jetzt schon, einen Termin zum Herzultraschall. Ja. Warum, weiß ich nicht genau. Von den Werten vom Langzeit-EKG war wohl alles soweit in Ordnung. Ja. Wurde mir gesagt, aber es gab wohl 1-2 Ausreißer. Oh. So, und dafür soll sich das nochmal genau angeschaut werden. Ja, ja. Deswegen bin ich jetzt hier schon mal präventiv in der Natur unterwegs. Um dein Herz zu stärken. Also man muss ja fairerweise sagen, ich bewege mich ja eigentlich wirklich viel. Ich habe eigentlich tagtäglich, also es gibt selten Tage, wo ich mittags nach meiner Mittagspause noch nicht die 10.000 Schritte voll habe. Mhm. So, also ich glaube, dass ich da schon ganz gut unterwegs bin. Dafür, dass ich im Prinzip sonst viel am PC sitze und keinen Sport aktiv mache. Aber trotzdem bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zur Arbeit zum Beispiel. Ja, ne? Und eigentlich erledige ich alles zu Fuß, also das meiste. Ne? Von daher habe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Gleichgewicht. Wäre lustig, wenn ich jetzt einfach zur Seite hier runtergefallen wäre, in dem Moment, wo ich sage Gleichgewicht. Gleichgewicht. Was ihr jetzt nämlich nicht sehen könnt, ist, links von uns geht es so ein bisschen aufwärts, so mit bewaldeter Strecke. Wir gehen ja gerade so einen kleinen, ja, fast schon Trampelfahrt hoch, diese Steigung. Und rechts geht es jetzt mittlerweile schon gut ein paar Meter runter. Also. Durchaus. Eieiei. Aber wir sind jetzt, glaube ich, gleich angekommen. Oben, ja. Also wenn das jetzt die einzige Steigung war, dann war das ja lachhaft. Was? Genau. Ja, aber überleg mal, du bist jetzt hier trotzdem noch gut gelaunt oben angekommen, obwohl es mit deiner Atmung nicht so gut funktioniert momentan. Also ich glaube, dafür ist das ja völlig in Ordnung. Wenn du eine kleine Pause brauchst oder so, sagst du Bescheid, ne? Alles gut. Ach, guck mal, was ist das, ein Tipi? So ein was soll es sein? Kunst? Ach nee, das ist irgendwie so ein Erdhaufen oder. Ey, warum regnet das jetzt? Das regnet nicht. Das ist einfach nur, wenn Wind oben durch die Baumkronen weht. Ah, Natur heißt das, glaube ich, ne? Okay. Na gut, was ist das hier? Ach, guck mal, Steigung. Ach, guck mal, Treppen. Morgen. Aber was ist. What's that? Vielleicht ein Ameisenhügel? Obwohl, nee, der ist ein bisschen riesig, oder? Was? Okay. Ja, dann würde ich sagen. Ist es mit der Ruhe. Wir sind da. Dann lass uns mal das Treppchen hoch. Aber immerhin. Das ist ja nur. Das sieht schon ein bisschen fieser aus. Naja. So, dann weiter geht's und nicht ausrutschen auf dem nassen Holz hier. Ja. Bitte. Ach, Jägermeister gibt's auch hier. Ja klar, wo im Wald die Jäger sind, da gibt's auch Jägermeister. Ja. Eieiei, aber jetzt immerhin mit Treppchen hier. Oh, da raucht wer grün. Oh, das sind aber hier keine genormten Stufen. Nee. Aber so gar nicht. Ich frage mich, wann die hier installiert worden sind, die Treppen, Stufen aus Holzblöcken. Ja. Die sehen jetzt nicht mehr aus, als wären sie im besten Zustand. Ja, und da sind noch so Eisenbeschläge. Ja gut, damit das halt nicht nach vorne weg, ja, wegkippt, ne? Aber auch die Eisenbeschläge sehen halt sehr alt aus. Ja gut, sie sind halt rostig, ne? Ich meine, ja. Das bleibt jetzt ja nicht aus. Aber dafür, dass das hier im Wald Wind und Wetter ausgesetzt ist, ist die, glaube ich, noch ganz gut im Schuss hier. Ja, ja. Du solltest auch nach vorne gucken.
Das Blatt ist gerade in mein Auge. Aua. Ja, ich habe kurz mal nicht nach vorne geguckt, drehe mich um, habe direkt ein Blatt im Auge von irgendeinem Ast. Naja. Also ihr könnt ab jetzt Wetten abschließen. Ja. Hat sich Markus das erste Mal wirklich verletzt. Ja. Geht man einmal vor die Tür, ich sag's dir. Ja. Ja, aber guck mal, da oben sieht man doch schon wieder helle Luft. Wir erklimmen gerade eine Treppe, die tatsächlich relativ lang geht, die Treppe. Jo. Sah von unten irgendwie gar nicht so lang aus. Aha, guck mal, freier Himmel. So. Jetzt haben wir wieder halbwegs geraden Boden unter den Füßen und haben jetzt hier Blick auf ein Feld. Freies Blick. Freies Blick, ja. Freien Blick auf ein Feld. Und da heißt es hier jetzt nach links. Wow. Was hängt denn da am Baum für einen Zettel? Ach so, so eine Markierung. Ja gut, aber hier heißt es nach rechts. Aber hier ist jetzt komischerweise nicht dieses entgegengesetzte Richtungsding. Ja. Wie an den anderen. Ja, wird schon stimmen, ne? Ja. Eine andere Orientierung haben wir jetzt ja nicht. Es ist nur irgendwie irritierend, dass wir jetzt so am kompletten Feld lang gehen. Aber ich denke mal, dass das dann da hinten gleich wieder irgendwo reinführt. Müssen wir mal gucken. Ich schneide dann die Pausen so weit raus, denke ich. Ja. Wir müssen jetzt ja auch nicht die ganze Zeit nonstop reden. Ja, oder schnaufen. Aber das ist doch ganz nett hier. Also ich finde auf jeden Fall die Luft sehr angenehm. Auf jeden Fall. Das ist mal, kann man auch direkt mal so ein bisschen tiefer einatmen. Atmen. Der Lunge mal ein bisschen was Gutes tun. Und Christian so. Chuchu. Chuchu, Motherfucker. Ach übrigens, vor dieser Treppe eben sind wir an, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Jugendlichen vorbeigegangen. Ich konnte es vom Alter her nicht so ganz einschätzen. Doch, die waren etwas jünger. Ja, der hatte auf jeden Fall mehr Bart als ich. Aber das ist auch nicht so schwer. Ja, der hat potenziell generell mehr Haare als du. Ja, ja. Und du hast mir eben gesagt, da wird grün geraucht. Ja. Ich habe es tatsächlich nicht gerochen. Nicht? Aber nee. Ja, ich bin da sehr empfindlich, was das angeht. Ja, ich auch, aber meine Nase ist halt zu. Ah, okay. Wenn du dich an meine Sprachnachricht heute Morgen nach dem Aufstehen erinnerst. Ja. Incoming message. Hey, guten Morgen. Ich bin gerade aufgewacht. Und hab gar keinen Bock auf mein Leben. Ich versuche jetzt erstmal wach zu werden. Und schau mal, was das Leben so bringt. Ich melde mich gleich nochmal. Das war, da war ich noch nicht ganz im Leben angekommen. Aber naja, was sein muss, muss sein. Richtig. Ich habe mir auch ganz fest vorgenommen, heute wird nicht abgesagt. Wir gucken mal, ich war froh, dass kein Regen jetzt für die Zeit angesagt war hier in der Ecke. Das ist nicht viel. Ja, als ich zu Hause los bin, hat es gerade ein bisschen geregnet bei uns. Ja, bei uns auch. Ja, schauen wir mal. So, da hinten ist wieder eine Abzweigung. Ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, dass wir nach links müssen. Ja. Um im Waldsegment zu bleiben, sonst würden wir nämlich zwischen zwei Feldern jetzt gleich lang gehen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so der Werwolf-Wanderweg. Oder es führt da hinten wieder in das Stück rein. Aber nee, wir müssen hier, perspektivisch müssen wir ja da wieder in die Ecke kommen. Ja, irgendwie schon. Naja. Wir werden sehen. Ja, irgendwo müssen die 10 Kilometer ja auch herkommen, ne? Ja, genau. Dann mal ab in die Pampa. Also, da ist auf jeden Fall ein Schild. Wir sind auf jeden Fall richtig. Ah ja, und hier wird es jetzt auch wieder in die andere Richtung angezeigt. Ja. Okay. Wahrscheinlich kannst du das Ganze in zwei Richtungen gehen. Naja, du kannst ja theoretisch überall anfangen. Wir haben uns jetzt nach der offiziellen Reihenfolge gerichtet, wo man eben anfängt mit den Taten von Peter Stubbe bis richtig hin dann letzten Endes zur Hinrichtung. Genau. Insgesamt sind es ja 7 Stationen. Ja, und der zweite Teil des Weges geht dann halt durch einen anderen Ortsteil noch. Genau, also es ist so eine zweigeteilte Tour im Prinzip. Theoretisch kannst du natürlich irgendwo anfangen. Aber naja, ich frage mich, was Leute denken, die hier so einfach so lang spazieren und vielleicht gar nicht um diese Geschichte wissen. Ja. Und dann einfach so eine Plakette an einem Baum sehen, wo so ein Werwolf drauf ist, der heult. So, jetzt ist die Frage. Müssen wir geradeaus weiter oder rechts ja, rum? Ja, also ein Schild sehe ich hier jetzt nicht so spontan. Ich auch nicht. Deswegen würde ich jetzt erstmal auf dem Weg bleiben. Ja, wir können ja auch mal kurz ins... Ach, da sehe ich ein Schild. Na guck, dann, ja. Dann sind wir hier doch richtig. Ja. Na, jetzt kommt auch wieder so leichter Nieselregen, so ganz, ganz fein. Ganz, ganz bisschen. Ganz fein ein bisschen angerieselt hier.
Okay. Ah. Das sieht gut aus. Das ist jetzt auf jeden Fall mal so eine ganz angenehme Folge. Ne? Wir spazieren einfach mal durch die Gegend, labern drauf los, schwimmen nicht durch diese Riesenpfütze vor uns. Ja, das wäre schön. Und haben im Prinzip gar kein Material zum Vorbereiten. Wir gehen einfach so Schildern und lesen sie ab. Ey, das ist gerade so ein bisschen wie Reaction-Content auf YouTube. Wander-Reaction. Weißt du, die klicken sich so von einem Video zum anderen und reagieren einfach drauf. Und wir gehen von Schild zu Schild und lesen es vor. Und reagieren da drauf. Oh! Oh mein Gott! Wir brauchen noch ein Thumbnail. Okay. Oh, was ist denn mit diesem Baum los? Oh. Das sieht aber gar nicht gut aus. Nein, nein, nein. Boah, dieses Video ist so geil. Ne? Was ist denn mit Carsten los? Es ist so gut. Oh, ich hätte mir wirklich meinen Schal mitbringen sollen. Mein Hals ist eh schon angeschlagen. Das war jetzt nicht so die klügste Entscheidung, glaube ich, hier. Ja. So, sorry für das Ach komm, ich lasse es einfach. Du hast auch schon zwei Wodka-Intus. Ja. Oder das ist einfach nur das Grüne, was gerade da war. Es war ja einfach. Ich musste ja nicht fahren. Ich darf ja trinken. Richtig. Ich habe mir allerdings nichts zu trinken mitgenommen. Ich weiß nicht, wie sehr ich das bereuen werde. Ich habe hier noch was, falls du Apfelwasser magst. Nee, so Wasser mit Geschmack geht gar nicht. Dann tut es mir leid. Dann habe ich nichts für dich. Da fehlt mir halt tatsächlich so ein bisschen die Kohlensäure. Der Geschmack vor allen Dingen. Ach so. So, das ist ja irgendwie, weder ist es eine Limo noch sonst irgendwas oder ein Saft, noch ist es richtig Wasser. Das ist irgendwie so eine komische Mischgestalt. Ja, so ein Hybrid. Ja, aber der kann halt beides schlecht. Ja. Wasser an sich ist schon nicht das leckerste Getränk. Soll es ja auch nicht sein. Nee. Ist natürlich das beste Getränk. Soll einfach nur Durst löschen. Ja. Mehr soll es ja nicht. Aber dafür gibt es doch Durstlöscher. Oder? Ja, eigentlich schon. Oder sehe ich das falsch? Morgen. Morgen. Ja, deswegen. Morgen. Wo kam die denn jetzt her? Die kam hier links aus diesem Trampelpfad. Ja, gesehen habe ich das. Aber da ist halt Wald. Deswegen frage ich mich gerade, wo die Fahrradfahrer herkamen. Aber gut. Ja gut, die sehen aus, als würden sie Biker-Cross machen. Ah ja. Hier geht's rein. Schlängeln wir uns hier mal wieder in den Weg hinein. Ich mache noch mal ein Foto. Oh ja. Das ist ein kleiner Weg. Ja, da müssen wir schon mal gucken, was wir da so vor uns haben. Dann bin ich jetzt mal mutig und gehe voran. Oh, es geht runter. Ja gut, wenn es hochgeht, muss auch irgendwann wieder runtergehen, ne? Sonst kommen wir auf den Kirchturm an. Aber bergab ist doch schon deutlich entspannter als bergauf. Auf jeden Fall. Wobei ich dieses abgestockte gehen, ne? Wenn du so immer dieses automatische Abbremsen machst. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Ausdruck gibt. Abbremsen. Aber, ja, dieses Bergabgehen halt. Jeder weiß, was ich meine, denke ich. Das finde ich auf Dauer auch super anstrengend. Ja, es geht auch voll in die Beine. Ne, weil deine Oberschenkelmuskeln dadurch ordentlich angestrengt werden. Damit du dich nicht beim nächsten Versuch auf die Fresse legst. Aber es sind auf jeden Fall gute Strecken zwischen den. Huiuiui, jetzt wärst du beinahe hängen geblieben. Ich bin nicht hängen geblieben. Du hast es eiskalt ignoriert. Ja. Wie der Terminator. Ich bin ein Panzer. Aber vielleicht solltest du dein Schlüsselband einstecken, das da aus der Tasche hängt. Nicht, dass du hier jetzt versehentlich den Autoschlüssel irgendwo an ein Gebüsch hängst. Ja. Und nachher stehen wir am Parkplatz und du suchst den Schlüssel. Wobei, das höre ich tatsächlich. Ja, stell dir vor, du hörst es nicht. Alles klar. So, also grundsätzlich gehe ich auch davon aus. Siehst du, da liegt er schon. Ja, gut, weil ich ihn umpacken wollte. Ja, jetzt bin ich schuld, oder was? Ja. Ab ins Gebüsch mit dir. So, also schmaler dürfte der Weg jetzt hier auch nicht sein. Nee. Also ich bin jetzt schon nicht der breiteste, aber hier ist schon eng. Ha, komm, du magst es eng. Kein Kommentar. Meine Güte, das artet ja an Arbeit aus hier. Also was ich gerade sagen wollte, es ist eine angenehme Strecke zwischen den Stationen. Ich meine, gut, irgendwo müssen die 10 Kilometer, wie gesagt, ja auch herkommen. Richtig. Boah, ein Wanderstock. Geil. Geil. Moment, ich muss mir einen Wanderstock bauen. Ja, und jetzt seht ihr, wer arbeitet im Kindergarten und wer nicht. So, kein Mann kann an einem coolen Stock vorbeigehen. Das ist übrigens, was ihr nicht gehört habt, ist, Markus hat mich mit dem Stock geschlagen. Hier, einen für dich. Oh, schade, nicht gefangen. Herrlich. Ich mag diese Waldluft ja wirklich. Also ich werde es wahrscheinlich noch 10-mal sagen.
Ja. Aber das tut gerade echt mal richtig gut. Ja, schön, mal in der Natur zu sein, ne? Ja, ich mag das ja. Also ich bin ja der Natur auch nicht abgeneigt. Man macht es halt einfach nur viel zu selten. Ja, das stimmt. Da bin ich ja ganz ehrlich. Also sowas müsste man eigentlich einmal am Wochenende machen oder zumindest einmal im Monat. Ja. Und das ist ja vor allen Dingen so auf der einen Seite so mein Computerhirn, also mein computerzentriertes Hirn, hobbytechnisch meine ich jetzt. Ja, das sagt bloß nicht raus. Nee, das sagt jetzt halt auch so, boah, jetzt warst du Samstag schon arbeiten. Ja. An diesem Wochenende mit Elternsprechtag und so. Und dann bist du auch noch sonntags jetzt ein paar Stunden unterwegs. So im ersten Moment, und das ist eigentlich echt traurig, aber mein erster Gedanke war so, boah, da geht mir noch mehr Zeit vom Tag verloren, vom Wochenende. Ja, das stimmt. Und im zweiten Moment dachte ich mir so, hä, was ist das eigentlich für ein dummer Gedanke? Das ist ja voll das Erholungserlebnis eigentlich. Eigentlich schon, ja. Ne? Gemütlich draußen spazieren gehen, das hetzt uns ja auch keiner. Und einfach dieses, ne, einfach mal das Frischluft ein bisschen genießen so. Auf jeden Fall. Also von daher, sowas, ist es ja. Sowas müsste ich eigentlich wirklich öfter machen mal wieder. Tut ja wirklich gut. Und trotzdem hast du dann manchmal ja auch so Arbeitswochen. Ja, wieder ein Blatt im Gesicht. aber die kommen auch immer dann, wenn ich gerade nicht nach vorne gucke. Ja, ja. Guck mal, hier die ganze Zeit vor mir jetzt nichts. Guck mal, es ist nichts zu Hause. Glaubst du? Und nach hinten, schau, es war das einzige Ding, was auf dem Weg hält. Ja. Und genau, wenn ich mich umdrehe, das kann nicht sein. Ah, zu geil. Oh Gott. So, was sagt ihr eigentlich dazu? Könnt ihr, das ist jetzt eine Frage an die Männer da draußen, könnt ihr an einem coolen Stock vorbeigehen? Christian lacht mich hier gerade aus. Aber ich habe hier gerade einen wunderschönen, langen, harten, leicht flexiblen, noch biegsamen, aber trotzdem saftigen Penis. Ja, und den Stock hier, den habe ich auch gefunden. Genau, den habe ich auch noch dabei. Ach nee, ich weiß nicht, so ein cooler Stock, das hat irgendwie, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so was Genetisches bei Männern. Mich würde mal interessieren, ob das anderen auch so geht. Habe ich neulich sogar einen TikTok von gesehen, wo es genau um das ging, so dass Männer nicht an so einem Stock vorbeigehen. Sowas hier zum Beispiel, das fällt mir sofort ins Auge. Das ist so eine geile Astgabel, wie so ein Y, wie so eine Wünschelrute. Kann man auch eine riesen Zwille draus bauen? Ja, ich glaube, damit schießt er ein halbes Mal genau. Oh. Wow, das war knapp. Alter. Geh mir mit dem Ding aus dem Gesicht. Okay, den Stock nehme ich auch weg. Oh Gott. Ey, mach jetzt hier nicht solche Geräusche. Weißt du, an der nächsten Kreuzung treffen wir wieder irgendwelche Passanten und die haben vorher das gehört. Und wir gehen dann da so nebenher lang. Nee, Alter. Achso, vielleicht sollten wir auch nebenbei so ein bisschen auf Schilder gucken. Ja gut, ne, wirklich Abzweigungen hatten wir ja jetzt nicht. Ja, aber die da schon, theoretisch. Ja gut, aber ich glaube, die da jetzt runterzugehen, ist ein bisschen tricky. Tricky, tricky, tricky. Rock. Okay, ich lasse das lieber. Ab und zu muss man hier auch einfach mal so ein bisschen die Aggressionen rauslassen an der Natur. Ja, die dir immer wieder ins Gesicht schlägt. Los, ne? Du Neuwagen. Oh nein! Timmy ist tot. Oh nein, du hast deinen Stock getötet. Oh nö, jetzt muss ich gehen wie ein Rentner. Jetzt hast du einen für 90-Jährige. Oh nein. Och nö, jetzt hat meine Spielerei den Stock getötet. Ja. Oh, oh nee, das ist noch am Baum dran, schade. Oh. Oh. So, jetzt haben wir an der ersten Station. An der ersten Station. Ich stelle mich ja auch gerade echt an wie der letzte Auto. Ja, ein bisschen. An der ersten Station haben wir jetzt ja schon mal über die Taten des Peter Stubbe gehört, wie das Ganze so angefangen hat. Ich bin jetzt mal gespannt, worum es an der zweiten Station gehen. Sag nichts. An der zweiten Station gehen wird. So, ich gucke jetzt einfach mal mehr nach vorne. Ja, wäre besser. Du guckst echt auch immer in den ungünstigsten Moment nach hinten. Aber ich bin ja auch damit beschäftigt, zu reden. Damit am Ende auch jemand was hören kann in der Folge, Christian. Ja, damit sie auch so lachen können, wie ich es tue. Ja. Ach, guck mal, ein Schild. Hä? Krass, ist der so biegsam? Guck mal hier. Ah, nee, ist doch schon angerissen. Ich dachte, der wäre so komplett intakt so. Und gebogen, der Ast ja gerade. Ja. So, Hä? Ja, ich bin auch ein wenig verwirrt. Ich würde eher sagen, dass wir nach links gehen. Also der Weg geht ja auch. Ja. Das war doch nie im Leben hier der richtige Weg.
Nee. Aber jetzt sind wir wieder unten an der Treppe. Ja. Ha. Ist das die Treppe? Sicher? Ja, klar. Ach so, ich sehe es gerade, ja. Okay, ich weiß, was du meinst. Aber ich gehe da jetzt nicht nochmal hoch. Aber wenn wir jetzt wieder an der Treppe sind, dann war die Runde doch kürzer als gedacht. Also gefühlt war oben die Strecke. Ja, uns fehlen auch eigentlich theoretisch 2 Stationen. Aber dann würde das jetzt wieder mehr Sinn machen. Ja, wir kommen jetzt wieder Richtung Ort. Aber wir hatten doch... Aber das führt uns jetzt hier? Nee, das kann ja nicht sein. Ach doch, guck hier. Ja, aber da kamen wir doch gerade her. Kamen wir nicht von da? Nein. Wir kamen von da und haben dort stimmt. Gesehen. Hä? Jetzt gucke ich aber mal ins Navi. Also dann würden wir jetzt ja... Da waren doch mehrere Stationen vor, also in diesem einen Rundkurs drin. Also gerade mal schauen hier. So, wo waren wir jetzt? Hier in diesem nördlichen Teil, ne? Genau. Ach, guck mal. Ne? Wir sind jetzt... Geh nochmal weiter. Wir sind jetzt hier, wir sind die Treppe hoch und sind dann links rumgegangen. Ja. Wir hätten aber rechts rumgemusst. Ja, wir hätten vor der Treppe scheinbar schon links gesollt. Ja. Hä? Ach so. Ah, alles klar. Wir haben das Schild falsch gedeutet. Na, das Schild sagt links hoch. Ja, stimmt. Wir haben nur eine Abkürzung gegangen und sind... Oh, scheiße. Wir müssen wieder da hoch. Hey, dann gehen wir wieder die Treppe. Ah, ehrlich. Na gut. Ich sehe den Techno-Train wieder kommen. Dann machen wir das wohl mal. Etwa 20 Minuten Umweg gemacht. Geil. Ist mein Mikro noch an? Dein Mikro ist noch an. Deins blinkt nämlich. Meins blinkt. Warum? Ach nee, da andere Seite. Ah. Bei mir müsste das grüne Licht blinken und das rote müsste an sein. Ist das richtig? Rot ist an, grün blinkt. Okay, gut. Dann passt alles. Ach ja, ich freue mich jetzt schon auf meine Dusche. Ach ja, hör mal, ich war eben schon nass geschwitzt, bevor ich in die Bahn gestiegen bin. Was soll ich denn sein? Ja, stimmt, du warst auch ein bisschen außer Atem. Das war ja, als ich dir die Sprachnachricht geschickt habe, war ich auch gerade noch am Schieben und war ein bisschen in Zeitstress. Ja. Aber gut. Es hörte sich aber auch an, als wärst du ziemlich im Arsch gewesen. Ja. Weil ich mich echt beeilen musste und mein Gefährt nicht so war wie erwartet. Ja. Kann man hier die Treppen noch mal ein bisschen inspizieren? Treppeninspektor. Ist mir gar nicht aufgefallen eben, dass da hier das ganze Geländer fehlt. Stimmt. Also jetzt ist wieder da, aber eben, hä? Interessant. Ist mir echt eben nicht aufgefallen. Ja. Naja. Jetzt kann ich natürlich das ganze Stück im Wald eigentlich rausschneiden. Eigentlich schon, ne? Und niemand wird von den Blättern in meinem Gesicht erfahren. Und auch nicht von deinem Stock. Ah, nee, da muss das leider alles drin bleiben. Nee, rausgeschnitten wird eh nichts. Das ist ja, also wenn ich die Pausen jetzt rausschneide, dann wird das ja eh nicht so lange sein. Mal gucken, was da am Ende bei rumkommt überhaupt. Ja. Schauen wir mal. Aber jetzt fängt es an zu regnen. Meinst du? Gucken wir mal. Gehen wir hier oben jetzt rechts, damit wir anfangen. Gesundheit. Und wie ihr hört, sind wir wieder oben angekommen. aber trotzdem hört man hier noch die Glocken. Ja. Ne? Hört man die Glocken, Leute? Jetzt ist die Frage, machen wir hier einen kurzen Break und warten? Oder wollen wir so die Hälfte des Weges einen unangenehmen Wegbegleiter haben? Ja, lass uns kurz mal einen Moment warten. Dann kannst du auch ein bisschen verschnaufen. Und dann ist ja okay. Aber komisch, ich bin jetzt gerade im Überlegen, wo haben wir denn diesen Hinweis, nach rechts zu gehen, übersehen gerade? Also hier ist das dran gemacht? Nee, normalerweise ist das schon richtig, wie das ist. Ach so, ja, stimmt, weil wir von da gekommen wären. Ja. Stimmt. Jetzt hab gerade irgendwie nicht richtig nachgedacht. Na, der war ja hier irgendwo. Naja gut, aber in die Richtung hätten wir uns ja genauso gewundert. Das ist ja trotzdem optisch erstmal das Gleiche, was uns eben verwirrt hat, nach links und rechts nur fällt. Richtig. Aber du hast recht, jetzt wird der Nieselregen ein bisschen mehr. Aber das
soll uns jetzt ja nicht stören. Das ist ja noch vertretbar. Ja. Im Zweifelsfall ziehe ich meine Kapuze auf und im allergrößten Zweifel habe ich noch meine Regenhose dabei. Nur die schlechtesten Schuhe für nass. Ja, absolut. Habe ich gerade an. Naja, gut. Ja, das hast du. So, Jacke mal zumachen hier. Zum Glück einen hohen Kragen. Das ist das, was ich gerade Oh, süß. Mary Poppins hat den Schirm ausgepackt. Ist mir doch egal. Darf ich mit runter? Nein. Du hast eine Regenjacke und eine Regenhose, hast du gesagt. Jawohl. Brauche ich auch nicht. Ich hasse das ja, wenn du so Kapuzen anhast. Ja. Man hört dann immer direkt so viel weniger. Was? Ja, ja. Genau so sieht es aus. Ach komm, ich. Ja, muss es denn jetzt gerade regnen? Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Ach, solange es nur so ist, geht's ja noch. Ja. Das ist doch wirklich noch in Ordnung. Ja, ich mag Mückenpipi nicht besonders. Mückenpipi? Ja. Okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Nicht? Nee, der Ausdruck war mir neu. Dafür kennst du doch Tanja eigentlich schon recht lange, von der habe ich das. Ja, aber dich kenne ich länger. Das stimmt. So, was haben wir denn da für ein Steinchen? Ach, ich hoffe mal, wir werden jetzt hier rechts reingeleitet, aber es sieht nicht so aus. Nee. Sieht aus wie irgendeine Gedenktafel oder so. Ah, jetzt, obwohl es nur so kleine Tröpfchen sind, wenn sich das so aufrecht erhält, dann... Dann müssen wir überlegen. Ja, schauen wir mal. Solange wir noch nicht wegschwimmen. Okay. Jetzt kriegen wir auch noch Musik. Oha. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Wir stehen gerade mitten an einem Feld. Ja. Und haben hier ganz entspannte Sonntagsmusik. Richtig. Alter Vater. Ich weiß nicht, ob das Schranz ist. Es ist auf jeden Fall Ranz. Ja. Das ist auf jeden Fall irgendeine Hardcore-Techno-Sache. So, was haben wir denn jetzt hier für eine Gedenktafel? Hier stand früher Darshofen. Ab 1958 wurden die Häuser von Darshofen durch den Bergbaubetreiber Rhein-Braun AG nach Kaster Süd umgesiedelt. Der Name Darshofen entstand vermutlich aus Darshoven im 15. Jahrhundert. Darshofen bestand damals aus zwei Höfen und war dem Schloss Haflensrührig. Mitte des 19. Jahrhunderts bestand Darshofen aus einer Familie und 7 Einwohnern. Ja, whatever. Hat nichts mit dem Werwolf-Wanderweg zu tun. Weiter geht's. Alter, diese Musik, ey. Die macht mich voll aggro. Schlimm genug, dass ich so nenne. Also für euch zur Erklärung vielleicht, wir haben gerade dieselben zwei Gestalten getroffen, weil wir nochmal an der Treppe vorbei sind, vorbei? Die dort standen. Es wäre schön, wenn wir vorbei gegangen wären. Nein, aber als Ausgleich dazu, dass wir nicht vorbeigegangen sind, haben wir sie zweimal gemacht. Das ist doch auch richtig. Schön. Ja, herrlich. Ich habe mich gefreut. Ja. Auf jeden Fall ist mir jetzt gerade sehr warm. Echt? Ja. Hat dich das so außer Puste gebracht? Krass. Nein, nicht außer Puste gebracht, aber mir ist einfach nur warm. Ich habe auch 3 Schichten an. Okay, also ich habe gerade einen Puls von 68. Okay, ich wahrscheinlich eher 168. Oh, guck mal, Papa Schlumpf steckt umgekehrt im Boden fest. Der zappelt noch mit den Beinen, was ist da denn los, der Arme? Oh nein, irgendwer hat ihn in den Boden gerammt, ja. Kopf über. Gargamel auf Rage Tour. Ja. So, da ist das nächste Schild, wir gehen weiter. Wir gehen geradeaus weiter, okay. Werden dann wieder, müssen wir nicht der Musik hinterher. Sehr ja, das, schön. Das ist gut. Zwar echt komische Gestalten, aber man muss sagen, bei dem Wetter draußen unterwegs. Ja. Ne, das ist ja nun... Ist ja nicht unbedingt gegeben. Ne? Nö. Und letzten Endes jedem das Sein. Richtig. Und mir das meiste. Ja, guck mal, ich dachte, ich wäre schon egoistisch, sage mir das meiste und Christian hat raus und mir alles. Ja. Okay. Ich gebe mich nicht mit nur etwas zufrieden. Nicht mal mit dem meisten offensichtlich. Also, wählt nicht Christian. Ey, warum treffen wir heute so viele Leute? Da kommt ja schon wieder ein Mensch. Was soll das? Schweine! Ah. Was machen die da draußen? Ja. Hast du eigentlich in das neue Rocket Beans Abenteuer gehört? Nee, tatsächlich noch nicht. Das war dir bizarr? Nee, tatsächlich noch nicht, aber das war wieder irgendwie Morton Manor mäßig, ne? Richtig, Morton Manor ging weiter. Ja, muss ich mal irgendwann nachholen. Ja, oder ob es das letzte war, müsst ihr raushören.
Ich kann es nur empfehlen, ich habe es gestern zu Ende gehört, ich habe viel gelacht. Okay. Aber mein Stock, ich brauche einen neuen. Der Regen klingt wieder ab, sehr schön. Genau, Mary Poppins packt den Regenschirm wieder ein. Nein, noch nicht. Hallo. Moin. So, hier ist jetzt auf dem Schild tatsächlich gar kein Pfeil. Das ist einfach nur die Markierung. Ah ja, ihr seid noch irgendwo. Ihr seid noch auf dem Weg auf jeden Fall. Genau, seid noch da. Wie ist das eigentlich? Wie wasserfest sind die Teile eigentlich, die Mikros? Die sind staubschutzzertifiziert. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass man damit nicht durch einen leichten Nieselregen darf. Jo. Also Wasserschutz haben die jetzt nicht. Also ist jetzt nichts, womit du tauchen gehen solltest. Ja. Ich dachte nur, billig waren sie ja auch nicht, ne? Nee. Das stimmt wohl. Aber so ein paar Tröpfchen werden die wohl abkriegen. Abkriegen auf jeden Fall. Abkönnen. Abkönnen wollte ich sagen. Ist das da hinten ein normales Schild oder gehört das zum Weg? Ich würde mal sagen, irgendein anderes Schild. Das ist noch zu weit weg. Aber ich glaube, es hängt zu hoch, als dass das dazugehört. Ich meine, hier oben wäre so ein Hinweisschild. Deswegen könnte es vielleicht sein. Ich glaube mal, die Perspektive täuscht auch ein bisschen so von der Höhe des Weges da hinten. Ja. Schauen wir einfach mal. Boah, ich habe gerade echt nicht die richtigen Schuhe dafür an. Ich merke so jeden Stein, der sich so unter der Sohle lang rollt beim Gehen. Deswegen bin ich froh, dass ich mir im Sommer noch Wanderschuhe geholt habe mit richtig dicker Sohle. Da ist mir das gerade ziemlich scheißegal. Ja, ich wollte tatsächlich auch erstmal eine Winterschuhe anziehen, weil ich mit ein bisschen mehr Regen gerechnet hatte auch. Ja. Aber dann dachte ich mir, fuck, ich komme zu spät. Du hast auch ein Problem mit Pünktlichkeit, oder? Nee, gar nicht. Eigentlich nicht? Nein. Ich bin in der Regel immer zu früh da. Ach so. Also ich bin fast jeden Tag 10, 20 Minuten zu früh auf der Arbeit. Ja. So, hoppala. Es tut mir leid für deine Frau. Was? Warum? Dass du immer zu früh kommst. Ja. Ja. Besser zu früh als gar nicht. Ja, das stimmt. So. Nein, Stocki. werf ich schon meinen Stock weg hier. Ja, du behandelst deinen Stock heute echt nicht gut. Nee. Aber der hat es auch verdient. Der war ein böser Junge. Ach so. Ein böser, böser Junge. Böses Stöckchen. Ja. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ich gucke nach links. Es klang für mich gerade so, als wäre irgendwas runtergefallen. Aber machst du nur deinen komischen Knirps-Regenschirm zu? Ja. Ah, doch. Ich glaube, das ist tatsächlich von dem Wanderweg das Schild. Ja. Dann darfst du gleich vorlesen. Mach ich. Aber erst mal hinkommen. Ja. Erstmal hinkommen. So, ich dachte, du machst das jetzt von hier aus. Nee. Also ganz davon ab, dass ich neue Brillengläser brauche, nein. Okay. Nein. Ich bin froh, dass ich das Schild sehen kann. Ah, ich verstehe. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt die nächste Station war. Namentlich in der Liste gesehen hatten wir die ja schon. Mal schauen. Aber wir sind ja auf jeden Fall noch bei den düsteren Geschehnissen rund um Peter Stubbe, bevor er verurteilt wurde. Ja. Der erste Teil der Strecke sind jetzt ja 3-4 Stationen irgendwie. Und dann kommt der Rest, wo es dann um die Verurteilung, Hinrichtung und so weiter geht. Ich habe übrigens gelesen, dass dieser Werwolf-Glaube ist ja auch quasi weltweit vertreten. Und dass der wohl angeblich daherleiten soll, dass früher so Steinzeitmenschen oder die Jäger aus dieser Zeit sich in so Wolfsfelle gehüllt haben, um so die Macht von denen aufzunehmen und so weiter. Und jetzt hier eben in der ersten Station, hast du ja schon vorgelesen, dass er quasi vom Satan so einen Wolfsgürtel bekommen haben soll. Vielleicht war das auch einfach so ein Psycho, der irgendwie einen Knacks weg hatte, der dann serienmördermäßig rumgerannt ist, aber der eben vielleicht auch so ein Aussehen sich zugelegt hat, sage ich mal. Ja, das würde sich ja auch so ein bisschen mit dem Fritz Hamann decken, ne, den wir ja in der letzten Folge so ein bisschen behandelt haben, beziehungsweise ich in dem Fall, ne, der sich ja in die Hälse seiner Opfer verbissen hatte. Ne, vielleicht war er auch so ein bisschen lykanthrop angehaucht. Extrem Knutschfleck. Ja, extrem Knutschflecking. So, da sind wir angekommen. Yay, Station 2. Ja, jetzt haben wir etwa die Hälfte des ersten Teils. Genau. Ebrath, Geburts- und Wohnort von Peter Stubbe. Ebrath, der Geburts- und Wohnort des Werwolfs Peter Stubbe, lag in der idyllischen Erft Niederung nördlich von Kaster.
Bis ins 19. Jahrhundert standen nicht mehr als 20 Häuser in dem kleinen Weiler, der nach einer Urkunde von 1799 zur Grafschaft Bedburg-Reifferscheid gehörte. Seit dem Mittelalter lagen die mit Stroh gedeckten und weiß gekalkten Fachwerkhäuser wie eine Kette aufgereiht an der Westseite der Verbindungsstraße von Kaster nach Frimmersdorf, Grävenbroich. Über viele Generationen hinweg sollte sich der Ort kaum verändern. Infolge der Abbaupläne im Zusammenhang mit dem fortschreitenden Braunkohletagebau in den 1950er Jahren war das Ende des Dorfs jedoch besiegelt. Die ersten Ebrater wurden im Jahre 1958 in ihre neuen Häuser zwischen Kaster und Bedburg umgesiedelt. Ihnen folgten die übrigen Bewohner, Bewohnerinnen. Da war eine Mücke, da musste ich einmal kurz. Übrigen Bewohnerinnen in den 1960er Jahren. Dort, wo einmal der kleine Weiler stand, wo Peter Stubbe lebte und sein Unwesen trieb, ist nach Ende des Braunkohletagebaus eine neue, rekultivierte Landschaft entstanden. Die Menschen aber sind nie zurückgekehrt. Das bedeutete nach mehr als 800 Jahren das Ende für den Ort Ebrath. Mhm. Was ich hier ganz schön finde, kann man vielleicht auch ganz kurz drauf eingehen. Es gibt das Ganze ja auch für diese Kindervariante. Und an den Schildern ist ja immer hier dieser untere Teil dann für die Kinderstrecke, wo die Kinder dann noch hier die Rätsel lösen können. Finde ich eigentlich ganz cool, dass man dann die Kleinen nochmal mitnehmen kann, ne? Ja. Und dann die so ein bisschen beschäftigt halten kann auch und die Texte dann nicht ganz so langweilig sind, sondern dass die Kinder einen eigenen Teil nochmal bekommen. Finde ich ganz cool gemacht. Und hier führt ja so ein kleiner kindlich gestalteter Werwolf durch das Ganze durch. Babywolf. Finde ich ganz cool. Die lesen wir jetzt aber nicht alle nochmal extra vor. Nee. Aber finde ich ganz gut. Hier ist aber zum Beispiel, die Frage kann man ja vielleicht mal vorlesen. Wie nennt man eigentlich einen neugeborenen Wolf? Fohlen A wäre der Lösungsbuchstabe, Ferkel K und Welpen E. Ja, ganz klar Ferkel, oder? Ja, klar. Okay, auf geht's, weiter. Was, haben Wölfe keine Riesenschwänze? Weiter. Und dann geht's wieder in den Spaziermodus. Ja. Oh, hier geht's aber auch gut runter. Ja, da geht's. Ui. Obwohl, geht eigentlich. Vor der Kante sah es noch deutlich steiler aus. Aber ist hier gerade keiner. Halt mal bitte kurz. Hast du was vor? Ja. Willst du dein Getränk wegbringen? Ist hier gerade einer? Nein, zack, ja. Kommt ein Auto. Zack, kommt ein Auto. Dann lass uns erstmal noch ein bisschen weitergehen. Okay, dann halte ich deinen Schirm so lange fest. Das ist nett. Ich merke gerade, es wird immer unangenehmer. Soll ich gehen? Soll ich gehen? Willst du den Rest alleine machen, oder? Nein. Hast du Druck auf der Blase? Ja, ich habe ein bisschen Druck auf der Blase. Tja, ist ja nicht so, dass wir gerade noch drüber gesprochen hätten, ne? Ja. So. Aber ich habe ja gesagt, der rektale Druck wäre schlimmer. Ja. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Fährt er eigentlich hier rein? Nö, aber ist ausgestiegen. Ah, bestimmt jemand, der eine Hundetour machen will oder so. Ja. Oder der gerade gesehen hat, dass hier zwei einsame Passanten im Wald verschwinden. Der will uns jetzt hier irgendwie verfolgen oder so. Ja, vielleicht ist er ein Werwolf. Au. Ja. Gucken wir mal. Aber ich finde es schon witzig, wie krass die hier so die Bäume so Reihe an Reihe sind. Auf jeden Fall. Ich würde mal behaupten, dass die künstlich gesetzt sind. Ja, würde ich auch also sagen. Also die hier am Rand gerade stehen. Das sieht doch dann ein bisschen zu... Ach, verdammt. Das sieht doch dann ein bisschen zu... ja, dann können Sie meinen Schirm erstmal wieder geben. Dann musst du den jetzt nicht... Weil, wenn der uns jetzt verfolgt, werde ich jetzt ein bisschen einhalten müssen. Tja, lieber Christian, was lernen wir daraus? Nicht nur ich habe eine Rentnerblase. Ja gut, ich habe aber auch gerade auf der Fahrt hierhin erstmal einen halben Liter Energy noch weggejagt. Ja, selber schuld, dass du den Scheiß in dich reingibst. Ja. Dafür trinke ich ja keinen Kaffee. Ach so. Na dann. Ja. Ich finde beides ekelhaft. Wobei Kaffee wäre schlimmer, weil der entgiftet ja und dann musst du noch mehr Pipi. Der gibt dir wahrscheinlich auch eher ein bisschen rektalen Druck. Möglicherweise. Ja. Ach, guck mal, hier parallel weiter unten ist auch noch ein Weg. Ja, da müssen wir gleich hin. Ja, ich denke auch, das wird jetzt, denke ich mal, hier so eine... Genau, ich habe ja gesehen, V-Kurve. Da geht es einmal so scharf rechts rum. Ja, dann machen wir das doch. Vielleicht bietet sich bis dahin, wenn du schnell genug bist, wenn wir schneller hinter der Ecke sind, ja,
könntest du die Zeit kurz nutzen. Ja gut, ne? Ist halt blöd, wenn er von oben guckt und ich stehe da. Naja, aber du siehst ja von hier, wie du... Du musst dich jetzt ja nicht da hinstellen. Ja, easy. Easy. Es ist noch nicht schlimm, aber... Naja, dann warte so lange, bis wir wieder im Wohngebiet sind. Ja. Dann wird das schwieriger. Du kannst ja vorgehen um die Ecke. Ich bleib hier stehen. Wenn derjenige zu nah kommt, mache ich so ein ganz diskretes Signal, genau. Achtung, Achtung. Dann lassen wir den Christian mal vorstiefeln. Den Teil schneide ich dann aber mal raus, würde ich sagen. Ja, bitte. Ich würde drum sehr bitten. Dann gehe ich doch jetzt hier mal etwas dezent langsamer. Guck an der Zeit mal kurz auf mein Handy. So, jetzt wird es gleich auch schon Zeit für das Signal. Und so. So, ich weiß gar nicht, wo der Christian jetzt ist. Ich habe nicht geguckt, wo er in die Seite abgebogen ist. Ach, da ist er. Richtet sich gerade noch. So, haben wir's? Hammer. So, Dankeschön. Dann kann's weitergehen. Mensch, bist direkt viel flotter unterwegs. Ein bisschen Ballast abgeworfen hier. Aber richtig. Aber ich habe schon die Stimme unseres Verfolgers gehört. Oh nein. Ja, der Hund war gerade am Laufen, hat ihn zurückgepfiffen. Also. Er hat wohl den Braten gerochen. Damit bist du gemeint. Ach so, da hatte ich die Hose auf, da ist er losgerannt. Mhm. Ah. Hat Bock auf Würstchen. Sausage-Fest. Ja. Kann ja keiner ahnen, dass es nur ein Schwab-Chichi ist. Oh Gott. So ein bisschen Schrumpelhack. Ja, macht jetzt nicht besser, dass die besonders würzig sind, ne? Na gut, guck mal, Pilzi-Pilzi. Voll hübsch. Ne? Mal. Fliegen-Pilzi-Pilzi. Hast du Hunger? Absolut. Ich hätte jetzt voll Vielleicht. Bock auf so einen saftigen kleinen Fliegenpilz. Kann man mal machen, ne? Ach, siehst du. Mahlzeit. Ja, durch meinen Status habe ich jetzt auch schon 3 Nachrichten gekriegt. Die erste war, da waren wir auch schon. Ach, guck. Die zweite war, viel Spaß. Ja, das war der Max. Und Aha. Die dritte ist, wo ist das? Ja. Wir können an der Stelle ja vielleicht auch mal schon mal ein bisschen Bezug drauf nehmen, was wir für den Dezember vorhaben. Ja, gerne. Ohne allzu viel vorwegzunehmen. Wir haben es ja schon mal grob erwähnt. Richtig. Aber die aktuelle Idee ist... Wir machen gar nichts. Genau. Nein. Das hatten wir letztes Jahr ja schon. Dieses Jahr machen wir wieder ein bisschen was. Ja. Wir gehen nicht in die Winterpause. Genau. Wir hatten uns ja überlegt, dass wir für jeden Advent quasi eine Folge machen und ja zum Jahreswechsel wie immer ja eigentlich auch eine. Und wir hatten als Idee ja, dass wir jeder... ein Solo-Rollenspielbuch uns vornehmen. Also quasi so eine Spielbuch-Story einfach mal spielen. Ja. Oh. Geht's? Alter, habe ich mich gerade auf den Sack gelegt hier. Ja klar, jetzt hätte ich mir in die Hose geschissen. Geht's? Aua. Ja, nee, alles gut. Ja gut, du bist die ganze Zeit hier. Na, das wurde immer steiler hier. Ja krass, Alter. Boah, ist das rutschig hier. Alter, ja, da habe ich mich gerade mal kurz hingelegt. Voll auf die Hüfte geknallt. Boah, ich falle mittlerweile so selten hin in meinem Leben, dass das echt immer so ein kurzer Schockmoment ist. Ja. Boah. Für mich war das jetzt aber auch ein Schock. Ey, ich habe gerade gar nicht registriert, dass ich den Boden unter den Füßen verloren. Das war, zack, war ich auf dem Boden. Ach Gott. Alter Vater. Okay, ja, irgendwie abgestützt. Wahrscheinlich, so wie ich mein Glück kenne, direkt die Hand verstaucht. Naja, mal gucken. Morgen gelber Schein? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Nee. Sagen Sie, Herr R., wie ist das passiert? Ja, da war dieser Werwolf. Genau. Wanderweg. Werwolf. Niedergestreckt. Wie ist denn das passiert, Herr R.? Nun ja,
Kennen Sie den Werwolf Peter Stubbe? Er lebte 1590. Also, die Geschichte zu erzählen könnte jetzt vielleicht ein bisschen dauern. Aber ich habe Fotomaterial dabei. Ja. Oh, Alter, ey, das hat gerade echt gezwiebelt. Ich weiß schon, warum ich keine neue Hose angezogen habe, sondern die Hose, die ich gestern noch auf der Arbeit anhatte. Ja, ich habe auch nicht gerade die neueste Hose angezogen. So, hier geht's jetzt wahrscheinlich gerade weiter, würde ich mal schätzen, dem Schild nach. Sieht so aus. Gehe ich doch mal sehr von aus. Achso, ist mein Mikrofon noch an? Kurz mal Kontrolle. Rot, grün blinkt, ja. Okay. Aber es hängt genau unter deiner Mütze mittlerweile. Habe ich mir jetzt echt eine Verletzung geholt? Oh nein. Hä? Müssen wir desinfizieren? Muss man das nähen? Ja, ich leck einfach mal drüber. Keine Ahnung. Das hättet ihr jetzt sehen müssen. Ich bin ein bisschen erregt. Zu Recht. Völlig zu Recht. Ha. Ja, gut. Das ist jetzt... Gut, ich würde da lang sagen. Würde ich jetzt auch sagen, weil hier scheinen weniger Leute lang zu gehen als da. Und dann ist das hier vielleicht ja der Wanderweg. Ah, guck mal, da ist auch ein Schild. Ah, das... Also die sind halt teilweise echt dezent, ne? Also die sind die sind schon sichtbar, aber... Man muss ein bisschen suchen. Also habe ich schon gesagt, dass ich mich auf meine Dusche heute freue. Aber wir waren doch gerade beim Dezember, bevor du dich auf die Fresse gelegt hast. Ach ja, genau, ja. Stimmt, da kam irgendwas dazwischen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt unterbrochen wurde durch die Schwerkraft. Ja, wir haben gesagt, dass wir uns für die Adventssonntage plus... Jahresende noch was überlegt haben. Genau, und Christian und ich werden jeweils unabhängig voneinander so ein Solo-Rollenspielbuch spielen, welches verraten wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon irgendwo angeteased haben. Nee, ich glaube nicht. Nö, das haben wir noch nicht angeteased. Ich glaube nicht. Und das werden wir euch dann kredenzen. Das heißt, ihr könnt uns auf unserem Spieldurchgang begleiten. Und wir gucken dann mal, wie das zeitlich ist. Wahrscheinlich wird es für euch so ein Anzocken. Genau. Schätze ich mal. Weil ansonsten die Folgen auch sehr lang wahrscheinlich wären. Ja, gucken wir aber einfach mal. Entweder begrenzen wir es auf eine bestimmte Zeit, dass dann einfach Schluss ist, wenn wir bei der Zeit angekommen sind. Oder gucken mal, was wir da für ein anderes Modell finden. Sind wir uns tatsächlich noch nicht so ganz schlüssig, wie wir das am besten machen wollen. Aber auf jeden Fall ist das dann mal wieder ein bisschen was anderes. Finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Auf jeden Fall sind wir diesmal ein bisschen besser vorbereitet als beim ersten Adventskalender. Ja gut, der erste Adventskalender, da haben wir uns ja auch ein bisschen übernommen. Ja. Aber war trotzdem schön, also war jetzt ja nicht... Ja, wir haben ja auch ganz gute oder positive Meldungen dazu gekriegt. Ja, auf jeden Fall ja letztes Jahr Beschwerden, dass wir keinen gemacht haben. Genau. Das zeigt ja auch, dass der Wunsch danach schon da ist. Boah, guck mal, wie zerfressen hier die Blätter sind. Nur noch ein Schatten ihrer selbst, diese Blätter. Genau. Entweder waren es Insekten oder saurer Regen. Hm, beides im Bereich des Möglichen. Ja. An welche Serie erinnert dich das Wetter? Das Wetter? Ja. So ein bisschen an Dark. Ja. In Winden, wo es immer regnet. Genau. Heißt es Winden oder Winnenden? Winden, glaube ich. Nee, Winden war das, meine ich. Winden, ja. Du hast die Serie öfter geguckt als ich. Eigentlich müsstest du das wissen. Ja, aber es ist schon wieder her. Ich muss sie unbedingt mal wieder gucken. Jetzt habe ich endlich eine Ausrede. Du musst unbedingt wissen, wie der Ort heißt. Man könnte es auch einfach nur googeln. Oder man guckt einfach eine der geilsten Serien der letzten Jahre nochmal. Ja. Apropos Serien, ich habe jetzt endlich mit der nächsten Staffel Doctor Who angefangen. Staffel 4 übrigens. Richtig. Ja, können wir gerne. Und die Special-Folge habe ich durch und die erste von der neuen habe ich auch durch. Vielleicht können wir nachher noch ein, zwei Folgen gucken, wenn du Lust hast. Ja, wenn ich schaue gleich mal. Erstmal nach Hause kommen, ne? Und duschen. Erstmal nach Hause kommen, duschen, was kochen. Würde ich ganz gerne. Ja. Und dann schaue ich mal, ob wir uns ein, zwei Folgen noch reinballern. Ich wollte demnächst mal, also was heißt demnächst irgendwann, wenn ich mal Lust und Zeit dazu habe. Ja. Die, also so ein Rezept für Chili Cheese Nuggets ausprobieren. Diese Masse herzustellen ist ja gar nicht so wild. Nee, aber die dann portionieren, einfrieren wahrscheinlich. Ja, zumindest so festigen, ne, durch die Kälte und dann. Genau. Damit man es dann frittieren kann. Richtig.
Machst du Frittata? Ja, mal gucken. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Irgendwie habe ich in den letzten Jahren richtig Gefallen an so Chili-Cheese-Kram gefunden. Mochte ich ganz lange gar nicht. Darf ich auch wegen meinem Magen nicht so viel von essen? Ich wollte gerade fragen, ne? Da ist ja eher so das Problem mit dem Magen, ne? Ja, also ich gucke halt, dass ich solche Sachen dann auch eher so am Wochenende verspeise, so von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag. Wenn es mir dann nicht so gut geht mit dem Magen, dann ist das nicht so wild. Da kannst du einfach wenigstens den ganzen Tag im Bett bleiben. Ja, oder, ne, es ist halt immer... Oder nicht weit von der Toilette. Richtig, wollte gerade sagen, also das ist ja eher so ein Toilettending als ein Bettding, wenn es dem Magen nicht gut geht. So, geradeaus weiter, Schild lokalisiert. Sehr schön. Und damit meine ich nicht die Übersetzung. Ja. Und nicht Shield? Yes. I have seen the shield. The shield is up. Welcome, Captain America. Captain Puerto Rico. Kapitän, ne, El Capitan Puerto Rico. Ja. So, links geht's lang. Oh, fester Boden unter den Füßen. Oh, ist schön. Das geil. Wobei es hier auch arschrutschig sein könnte. Ja, möglicherweise. So, da lang, ja. Denke ich mal. Na, jetzt kommen wir wieder an die... Patsch, patsch. Jetzt sind wir wieder unten am an Altkaster. Mhm. Aber es ist tatsächlich bis jetzt eine ganz schöne Route eigentlich, ne? Ja, also ganz entspannt. Auf jeden Fall. Ne, wenn man die Treppe nicht zweimal läuft. Finde ich auch immer cool, ne, wenn so Bäume so über Gewässer irgendwie drüber wachsen oder dann so komisch abbrechen und dann trotzdem noch jahrelang so stehen bleiben. So komisch erbrechen? Ja. So, jetzt müssen wir gucken. Ich würde mal sagen, da. Ja. Ja, gehen wir mal davon aus. Ich guck mal gerade auf der Karte, ja, wo die dritte Station sein soll. Nicht, dass wir die jetzt auch wieder... Meinst du nochmal so einen Rundkurs? Hast du jetzt nicht so Lust drauf? Eher weniger. So. Dann find das doch mal raus. Nummer 3. Da müssen wir wieder darum. Echt? Mhm. Ne, wir sind jetzt hier über der Brücke. Ja. Ne? Achso, ah ja, okay. Jetzt sehe ich deine Orientierung da, okay, ja. Hier rum über dem Fluss, dann müssen wir... Also ein kleines Eckchen. Da machen wir das doch. Ich schaue auch mal, was Map sagt. Dann verstehe ich aber das Schild nicht. Ja, Map sagt da geradeaus und dann die nächste rechts rum. Na, dann machen wir das doch. Scheint ja jetzt auch nur ein kleines Stückchen zu sein. Ja, wir müssen auf jeden Fall am See entlang. Kannst ja abkürzen. Wenn wir jetzt die Treppe verlängert haben, kannst du ja einfach durch den See. Um die Treppe wieder auszugleichen. Ach, guck mal. Nochmal Pilze. Ich kenne mich mit Pilzen nicht aus, aber der sieht irgendwie witzig aus. Ja, der hat seinen Kopf verloren. Ja. So, keine Ahnung von Pilzen. Ich hatte Tanja übrigens auch mal 2 Bilder geschickt. So. Aber ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass jetzt vielleicht noch ein paar mehr Leute unterwegs sind. Gerade hier so auf den größeren Wanderwegen. Ja, aber ich finde es nicht schlimm, dass es nicht so ist. Nö. Muss ich ehrlich sagen. Aber so langsam merke ich auch, dass ich nicht wirklich gefrühstückt habe. Aber heute Morgen war ich A in Eile und konnte B noch nichts essen. Ja, ich kenne das Problem. Das hätte mein Magen nicht mitgemacht. Ach, schon wieder ein Mensch. Ja. Menschen. Übrigens, ich hatte ja eben gesagt, ne, von wegen, du machst so komische Geräusche und ein paar Meter weiter treffen wir wieder Passanten. Ne? Und es war ja tatsächlich so. Die beiden Green Smoker waren ja direkt ein paar Meter weiter. Ja, das stimmt. Die werden sich auch gedacht haben, okay, wir gehen mal jetzt schnell weiter. Die haben vielleicht auch gedacht, wir kommen wegen denen zurück oder so. Jetzt müssen wir hier rechts rein. Oh, das ist aber auch ein schöner Ort, um mal eine Pause zu machen. Um eine Pause zu machen? Eine Pause zu machen. Guck, da ist das Schild. Ach, guck mal. Perfekt. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Genau, und dann müssen wir gleich hier rechts runter. Auf jeden Fall ganz nett. Jo, ne, jetzt sind wir am Kaster See. Ne, auf jeden Fall. Voll rein. Einmal Zoom, einfach nur Wasser. Guck mal, Frau, wir haben Wasser. Aha. Wir fotografieren auch Wasser. Ja, man muss ja Beweisführung betreiben, dass man mal vor der Tür gewesen ist, ne? Ja. So, Schild Nummer 3. Jagd auf den Werwolf von Eppradt. Jahrelang verbreitete der Werwolf von Eppradt der Überlieferung nach Furcht und Grauen in der Bevölkerung. Der Stadtrat in Bedburg und der Vogt des Grafen von Salm-Reiferscheid beobachteten die Angst und Panik ihrer Untertanen mit großer Sorge.
Deshalb unterstützten sie alle Initiativen, die Bestie zur Strecke zu bringen. Man befand sich zu jener Zeit allerdings noch in Unkenntnis darüber, ob es sich bei dem Wesen um einen gewöhnlichen, wenn auch gefährlichen Wolf oder um einen Werwolf handelte. Die Bauern, die sowohl um ihre Familien wie auch ihr Vieh bangten, riefen zum Schutze aller eine Bürgerwehr ins Leben. Hunde wurden eingesetzt, um die Bestie aufzuspüren, zu jagen und schließlich zur Strecke zu bringen. Mit den Tieren bewachten die Männer die Weiden und Dörfer, durchstreiften die Felder und Wälder immer auf der Suche nach dem Raubtier. Es gelang jedoch zunächst nicht, den Werwolf zu stellen, denn er war listig und schneller als die ihn verfolgende Hundemeute. Jahrelang trieb er sein Unwesen, ohne gefasst zu werden. Ja. Am Ende hat es dann aber doch nicht gereicht. Ja. So viel kann man vielleicht schon mal spoilern. Ne? Na gut. Das war Station 3 von 7. So, also hier an solchen Ecken finde ich die Schilder immer ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, das ist so also ein bisschen... Also das dürften Sie gerne noch ein bisschen, also mich... Aber wenn du da jetzt da drunter siehst... Ist jetzt hier nach rechts, also ich würde jetzt hier lang gehen, oder nicht? Nee, wenn du dir vorstellst, ach so, du kommst von da, links rum. Stimmt, ja. Rechts rum übrigens. Rechts rum. Ja, ich sehe schon, ist vielleicht doch nicht so gut, mich auf deine Orientierung zu verlassen hier gerade. Ja, wenn wir jetzt schon Probleme mit links und rechts haben im Wald, wird es schwierig. Ja gut, den Waldweg haben wir ja fast durch. Na? Gleich haben wir den Ortsweg. Wobei ich den Waldweg echt angenehm finde. Ja, ich muss auch sagen, er ist echt schön. Also gerade auch hier so diese breiteren Passagen wie jetzt gerade, es gleicht ja schon eine Allee. Durchaus. Schon sehr nett. Und ich muss auch sagen, irgendwie jetzt Herbst ist irgendwie eine coole Zeit für die Strecke. Jetzt vom potenziellen Regen mal abgesehen. Ja. Ist das Herbstwald ist irgendwie schön. Herbst ist immer schön. Ich mag alles außer Sommer. Ich mag einfach Hitze nicht. Ja, und da siehst du auch nochmal Pilgerweg. Ja. Eine ehemalige Arbeitskollegin von mir gerade, die ist in Spanien unterwegs. Pilgern? Auf einem Pilgerweg. Mhm. Okay. Also die Fotos, die sie macht, sind echt sehr schön. Na gut, ich behaupte jetzt einfach mal, Spanien generell ist jetzt nicht so schlecht. Möglicherweise. Ich war noch nie in Spanien. Ich auch nicht. Ach, guck mal, der Stock sieht irgendwie aus wie so ein Männchen von der Seite. Guck mal, hier so die Beine, der irgendwie, weißt du, so, der so in so einer, in so einer Laufbewegung ist. Das Männchen, finde ich lustig, muss ich ein Foto von machen. Oh, du bist so ein Touri. Ein Naturi. Ja. Bin mal gespannt. Ich habe gestern ein Video gesehen zum Thema Seven vs. Wild Staffel 3. Mhm. Wo die Naturensöhne bei Joey Kelly auf seinem Riesengelände waren. Ah. Mega gut. Ja? Richtig unterhaltsames Video, ja. Also der Joey Kelly, der hat ja wirklich alles gelagert. Noch die Vox von der VOG-WM. Oh Gott. Hat da eine eigene große Halle für so Carball oder Autoball oder wie das heißt. Wie krass. Alter, der muss ja echt Geld wie Heu haben, dass er sich sowas bauen kann. Und der hat erzählt, die haben früher, also die sind glaube ich 94 oder so, hatten die ihren kommerziellen Durchbruch. Genau. Und davor haben die rund 15 Jahre auf der Straße schon gespielt. Das stimmt. Und da haben die wohl richtig Asche gemacht. Echt? Also der meinte so an schlechten Tagen 3000 Euro oder so. What the fuck? Ja gut, und die hatten kaum Ausgaben, ne, weil sie ja im Bus gewohnt haben damals. Also das war wohl richtig krass. Also die Zahlen, die der da um sich geschmissen hat, also wenn das auch nur ansatzweise stimmt, richtig heftig. Ja. Also wohlgemerkt Straßenmusik. Ja, genau. Also das war schon hart. Aber dann war vielleicht deren kommerzieller Erfolg oder der Sprung ins Kommerzielle ja vielleicht auch nicht ganz unbegründet. Richtig. Also davon ab, dass es jetzt definitiv nicht meine Musik ist, aber ein paar Leuten scheint es ja gefallen zu haben. Meiner Schwester unter anderem. Ja. Sie hat die Kellys damals sehr geliebt. Ach ja. Guck mal, der Baum, der da hinten links direkt am Wegesrand steht, der ist auch wie hochgezogen. Ja. Komplett gerade. Auch der rechts hier, direkt gegenüber, der weiße. Ja, wobei der schon früher den Knick so drin hat. Ich meine jetzt hier den nicht weißen. Ach so, den dahinter? Ja, genau. Ah, okay. Der geht ja wirklich. Ja, stimmt, der geht Pille gerade. Schnurstracks nach oben. Pille gerade, genau. Ah, mir tut ein bisschen der Halspimmel gerade weh. Der Halspimmel? Ich hab's. Ja, ich habe ja seit zwei Tagen so ein bisschen Halsschmerzen. Ja. Gestern schon mal direkt mit so einer Lutschtablette
vorgewirkt. Ich musste gestern noch ein bisschen Voice-Over-Kram machen und so. Ja, das ist natürlich. Und da kriegst du schon immer Panik, wenn du irgendwie merkst, der Hals kratzt oder die Stimme wird mal kurz heiser und so weiter. Und ja. Du hast dann noch so einen Auftrag zu erledigen. Ja, das dann der dann auch noch scheiße. Wichtig ist, ne? Ja, das ist dann immer scheiße. Aber hat alles geklappt. Sehr gut. So. Was übrigens auch geil ist, mal so ein kleiner Smalltalk aus dem Leben eines Freelancers sozusagen. Du hast ganz oft so Kundenaufträge, hast eil total schnell, schnell, schnell und so weiter. Und dann kriegst du teilweise 2 Monate später, hatte ich jetzt auch am Wochenende, kriegst du eine E-Mail, ja, ich bin erst jetzt zum Schneiden des Videos gekommen. Da und da hat sich noch was im Skript geändert. Kannst du mir das und das bitte nochmal einsprechen oder verändern oder so, ne? Ja. Und da denke ich mir so, Alter, ihr macht voll den Druck und dann schafft ihr es 2 Monate lang nicht, das Video zu schneiden. Wo war da bitte der Druck? Mhm. Ey, das ist so krass manchmal. Ja, das ist so, ne? Ach, guck mal, auch cool gewachsen hier. So die zwei bei mir so fast schon ineinander verschlungen und so hochgedreht. Mensch, Natur, was man da alles entdecken kann. Fantastisch. Okay, ich bin auch gerade ein bisschen entspannter wieder. Meine Hand und mein Gelenk tut nicht weh und mein Fuß hat sich auch wieder beruhigt. Alles klar. Nur deine Wunde entzündet sich gerade. Ne? Nochmal drüber geleckt, jetzt geht's wieder. Alles klar. Willst du auch mal? Nee. Na gut. Spaßbremse. Wer weiß, wo die Finger überall waren. Tja, heute auf jeden Fall schon im Schlamm. Definitiv. Und an deiner Zunge. Ja, in der Reihenfolge. Ach ja. Boah, warum habe ich jetzt so einen Kelly-Ohrwurm? Sometimes. Du auch? Mehr kenne ich aber auch nicht. Und auch nur das Sometimes. Oh, das riecht doch verdammt noch mal nach einem neuen Wanderstock hier. Der ist deiner Größe auch entsprechend. Guck mal, ne? Das ist doch cool, oder? Tut dir nicht weh. Gleich, Doc, ich habe einen besseren. Oh. Alter. Hätte er sich fast wieder hingelegt. Ja, ich wollte so eine kurz kleine Astgabel noch abdrehen und bin dann einfach komplett in dem Ding hängen geblieben. Ah. Den finde ich jetzt fast schon ein bisschen zu aufdringlich hier. Aber der, oh Gott. Aber der ist geil. Der ist gut. Er ist guter Stock. Er ist guter Stock. Er ist guter Stock. Gibt es auch eine Kindergeschichte, Stockmann. Okay. Das ist so ein kleiner Stock quasi, wie der, den ich fotografiert habe, so im Prinzip. Und der erlebt dann so Geschichten. Ah, okay. Mögen die Kinder in der Kita voll gerne. Und du erst recht, ne? Ja, Stockmann heißt der. Ganz kreative Namensgabe. Ja, absolut. Aber schön, jetzt auch mal wieder ein bisschen heller jetzt so um uns rum hier. Ja. Wenn die Bäume mal so ein bisschen lichter werden hier. Genau. Am Ufer des Sees. Dann hat der kleine Markus auch nicht mehr so viel Angst. Ja. Ich gehe jetzt ja auch gerade mit so einem lecker Häppchen durchs Wald, ne? So einem leckeren Sahnetörtchen, Christian. Ja, ich würde eher sagen, ich bin so ein Berliner, weißt du? Ah, gut, ich hätte jetzt Rinderbraten eher gesagt. Ach so. Ja, weil du von einem Sahnetörtchen geredet hast. Boah, krass, ist größer als ich dachte. Ja. Wenn man jetzt mal so von hier guckt auf den See. Ja, das stimmt. Ist aber auch sehr schön, muss ich sagen. Fällt mir. Auch so typisch deutsch, ne? Dieses so. So, weiter geht's. So, jetzt komme ich mir blöd vor mit dem Stock. Weg damit. Jetzt komme ich mir blöd vor. Ja, der war zu groß, aber jetzt hatte ich meinen anderen nicht mehr. Na. Ich muss die Augen offen halten, Leute. Zum Beispiel da. Der lehnt an dem Baum. Oh. Ich weiß nur nicht, er ist frei. Jawohl, der ist doch perfekt. Das ist gern geschehen. Der hat hier noch so Griffknubbel. Guck mal, da kann man so reingneifen. Reingneifen kann man da. Ja, vor allem reingneifen kann man da. Da kann man reingneifen. Hey, die Enten lachen uns aus. Was soll das? Nein, die lachen nur dich aus. Hey, ich versohl dir gleich den Hintern mit diesem tollen Stock. Das ist krass, wir sind jetzt fast 2 Stunden unterwegs und haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Was? Wir sind 2 Stunden unterwegs? Fast, ja. Was? Wir waren gegen 10:45 hier. Hä, warum sind wir so langsam? Ich habe keine Ahnung. Gut.
Eine Sache könnte sein, dass wir zweimal die Treppe hochgelaufen sind. Ja, aber das war jetzt ja kein langer Umweg, den wir da gerade gegangen sind. Ja, das stimmt allerdings. Also das waren ja höchstens 5 Minuten. Ja. Ah ja. Aber egal, brauchen wir uns zumindest trotz Pause rausschneiden, wahrscheinlich nicht über die Folgenlänge Sorgen machen. Ja, absolut nicht. Und deine Atmung scheint sich mittlerweile auch akklimatisiert zu haben. Durchaus. Ans Laufen, das merkt man schon. Also am Anfang hast du vom Auto zur ersten Station hast du mehr geschnauft als jetzt. Ja, ja. Muss ja, der Körper hat sich auch erstmal eingrooven. Ja gut, den für mich wirklich anstrengenden Teil haben wir ja jetzt hinter uns. Die Treppe. Richtig. Sei froh, dass an der Stelle eine Treppe war. Also, ja. Also die Steigung ohne Treppe wäre schon ein bisschen anstrengend gewesen. Die wäre gemein gewesen, ja, das durchaus. Wobei dadurch, dass die Treppe so unregelmäßig war, fand ich da schon fast anstrengender. Ja, ja. Also das aber war ich fand ja den Weg schon sehr schmal. Ne? Und den dann wieder hochlaufen, ja. Schwierig. Also da wäre definitiv auch der Herbst nicht das beste Wetter für gewesen. Also ja. Ich habe mich jetzt ja schon einmal langgelegt. Das war übrigens auf so einem kleinen, eigentlich geraden Feldweg, aber so in der Mitte des Weges. Da haben wir wieder ein Schild. Ja, scheint ja, gut. Zu passen. Das Schild deutet uns in den See. Gehen wir mal geradeaus, würde ich sagen. Würde ich auch. Ach, biegen dann hier einfach, links. Genau, biegen hier einfach links rein. Das sieht doch richtig aus. Ob ihr wirklich richtig geht, seht ihr, wenn das Schild angeht. Wenn ihr in 15 Stunden wieder am Parkplatz steht. Dann seid ihr nicht richtig gegangen. Richtig. Naturschmutzgebiet. das könnte man bei uns an den Start vom Industriegebiet hängen, so ein Schild Naturschmutzgebiet. Finde ich gut. Ach, so ein Holzliegestuhl, den könnte ich auch für meinen Balkon gebrauchen. Würde ich nehmen. Ist klar. Ah, da sehe ich schon das nächste Schild. Ja. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich mag so diese ganz breiten Wege in Wäldern. Mhm. Und so große Kreuzungen haben irgendwie auch was in dem Wald. Auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir links rum. Genau, links rum sagt das Schild und hier ist direkt das nächste nochmal. Genau. Okay. Damit man sich von dem Schild zum nächsten Schild 20 Meter weiter nicht verläuft. Vielleicht. Aber weißt gut. Du, erst kommt gar keine Schilder. Ja. Aber gut, wir sind unterwegs. Ja. Ist besser. Besser ist. Vielleicht könnten die auch wie in The Stanley Parable so eine gelbe Adventure-Line auf dem Boden langziehen, dass man auch gut der Story folgen kann. Ja. Was haben wir denn da? Das haben sie gemacht, um möglich potenzielle Werwölfe zu verbrennen. Ich sehe einen Scheiterhaufen. Ja, ich würde jetzt mal fast behaupten, das ist mehr so ein Tipi. Möglich. Da kann man bestimmt reingehen. Das schauen wir uns doch mal aus der Nähe an. Ja. Ja, das ist innen hohl, da kann man rein. Oder täuscht mich das? Ich sehe zumindest keinen Eingang. Ich erkunde das mal. Ganz mutig den Weg verlassen. Ah ja, doch, hier ist dezent ein Eingang. Auf der Seite. Ah. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig. Haben wir früher auch gerne gemacht, so Hütten was? Gebaut und so. Ach so, ich dachte Gummibär sein. Ja, das auch. Das auch. Schön, schön, schön. Der schön. Naturi hat sein Foto gemacht. Nein, nicht? Okay. Dann halt nicht. Was steht denn hier? Ja, man merkt, wir kommen wieder langsam in Richtung Zivilisation. Ja. Aber was ist es? Auch nur langsam. Ha.
Was ist das? Ja, es wurde gerade ein bisschen rutschig unterm Fuß, deswegen habe ich mal abgebremst. Nicht, dass du dich nochmal lang machst. Ach, Hühner sind da. Also für euch jetzt nicht sichtbar natürlich, aber am Waldrand ist hier gerade so ein kleines Hütchen mit so einem eingezäunten Grundstück. Genau. Und da waren gerade Hühner. Soll ich dir ein paar Eier holen? Nein, danke, meine sind noch intakt. Die sind nicht zerbrochen beim Sturz. Alles klar. Ich glaube, das hätte ich bemerkt. Und du hättest das mindestens gehört. Das ist gerade ein bisschen strange, durch den Wald zu gehen und Hühner zu hören. Ja, ne? So ein Wolf wäre schon eher was. Ja, ich nehm lieber die Hühner. Sage ich dir, wie es ist. Okay. Aber ich mag große Hunde. Kannst du mal die Tüte in meinen Rucksack stecken, bitte? In deinen Rucksack? So, ja, so. Die nervt mich gerade am... So, Tüte im Rückensack. Im Rückensack, okay. Hast ja den richtigen gefunden. Hallo. What? Hallo. Ach, guck, das habe ich doch auch. Ach, guck mal. Und jetzt sind wir wieder in Altkaster. Verein Euphonia. Ja, was auch immer. So, jetzt hat uns die Zivilisation gleich wieder. So sieht's aus. Fitnesslaufpark liegt zum Glück in der anderen Richtung. Sind wir gerade noch mal dem Schicksal entgangen. Hey! Wie hältst du das? Persönlich, wir haben jetzt hier unterwegs schon ein paar Leute getroffen und so begrüßt. Bist du jemand, der so dann bei so einem Spaziergang tendenziell Leute grüßt oder eher so, also die du nicht kennst oder so, eher so stumm an denen vorbeigehen? Nö, ich grüße einfach, weil ich finde, das gebietet die Höflichkeit so ein bisschen. Oh, der feine Herr hat Manieren. Man mag es kaum glauben, aber der feine Herr hat auch manchmal Manieren. Ja. Aber guck, das ist jetzt ja die Stelle, an der wir vorhin waren. Genau. Jetzt gehen wir links weiter. Oh, Pfannkuchenhaus. Das klingt aber gut. Zum alten Rathaus. Ja, da müssen wir quasi tatsächlich dran vorbei, wenn wir zum Auto wollen. Das ist ja ärgerlich. Wo willst du hin? Müssen wir hier lang? Ja. Na, wenn du siehst. Ach ja, da, das Schild habe ich wieder nicht gesehen. Schildchen links. Ja. Na gut. Weil da ist nämlich Schildchen geradeaus. Da ja, das ist, wenn wir wieder zurückkommen wahrscheinlich. Da habe ich kommt grade, so ein geteilter Weg. Da habe ich gerade nämlich drauf geguckt. Das hat mich jetzt verwirrt. Das habe ich gemerkt. Das ist gut, Christian. So, und hiermit hätten wir Runde 1 offiziell beendet. Jetzt kommen wir zu Runde 2. Die nächsten 5 Kilometer. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen irritiert, warum wir so viel Zeit jetzt gerade brauchen. Ja. Das wundert mich doch ein bisschen. Ich bin halt nicht der Schnellste. Vielleicht deswegen. Nee, aber es ist ja ein Wanderweg. Ich meine, ich gehe jetzt ja auch in der normalen Schrittgeschwindigkeit. Ja. Es ist jetzt ja nicht, dass wir schleichen würden oder so. Na gut, ne? Jeder hat eine andere Schrittgeschwindigkeit. Vielleicht sind sie von sehr schnellen Schritten ausgegangen. Ja, wobei die Strecke auf Komoot war ja angegeben mit 2 Stunden 40. Ja. So, und dann sind wir da ja schon jetzt knapp und haben die Hälfte. Ja. Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Aber gut, wollen wir mal nicht so sein. So ein bisschen Bewegung tut mir gut. Ja, die tut ja jedem gut. Ja. Ich habe ja auch so ein bisschen Spaß daran, einfach bei mir im Dörfchen einfach herumzulaufen. Eben weil ich auch sehr viel Grün um mich herum habe. Ja, da macht das aber auch automatisch mehr Spaß, finde ich. Ja. Also jetzt so in städtischen Bereichen einfach nur hin und her laufen, des Hin- und Herlaufens wegen, habe ich tatsächlich weniger Freude dran. Ja, ja. Da bin ich dann eher so ein bisschen zielorientierter. Ja, ich mache das so meistens so, dass ich mir irgendeinen guten Podcast, zum Beispiel den Mindcast, auf die Ohren packe. Ah, wo kann man den denn nochmal hören? Ja, unter anderem auf Spotify. Ja, auf jedem Podcatcher theoretisch. Oder auf mindcast-podcast.de. Boah, Christian, da werde ich mich auf jeden Fall mal reinklicken. Voll gute Idee, danke. Ja. Du kannst da auch Feedback abgeben. Echt? Wie geht das denn? Du gehst auf mindcast-podcast.de/feedback. Boah. Oder du gehst nur auf mindcast-podcast.de und klickst da auf Feedback
Und dann kannst du Feedback abgeben. Wobei, wir freuen uns übrigens sehr über Feedback. Weißt du, was mir gerade einfällt, Christian? Was denn? Wir hätten mal klug sein sollen und hier auf dem Wanderweg vielleicht mal ein, zwei von den Aufklebern vom Podcast verteilen sollen. Stimmt. Wir Idioten. Ich habe auch tatsächlich mal keine mit. Sonst habe ich immer welche dabei. Naja. Wenn ihr übrigens vielleicht Aufkleber vom Mindcast haben wollt zum Verteilen irgendwo, schreibt mir gerne, sollt ihr haben. Oder macht es wie ich, kennt Streamer und drückt denen die einfach in die Hand. Oder habt Arbeitskollegen und drückt denen, während ihr auf der Gamescom seid, einfach auf die Schultern. Ja, kann man mal machen. Schöne Grüße übrigens an Hallason. Matschalarm. Ja. Ich bin mal tatsächlich gespannt, wie lange jetzt unser Gesprochenes dann am Ende wird, wenn man die ganzen Pausen, die so auf dem Weg entstehen, rausschneidet. Da bin ich jetzt wirklich neugierig. Und die Steady-User kriegen dann meine kurze Pause auch? Genau. Wenn ihr bezahlt für den Mindcast, dann bekommt ihr auch Christians Pinkeln. ASMR. Nein, wir sind ein seriöser Podcast. Okay. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört, aber irgendjemand hat geschrien wie blöd. Ja. Nicht nur irgendjemand, sondern eine ganze Gruppe irgendjemand. Nun. Oh nein, jetzt geht in beide Richtungen der Fitnesslaufpark. Nein, oh shit. Wir sind am Arsch. Wir nähern uns dem Fitnesslaufpark. Aber das Schild jetzt gestimmt, ja, ne? Jetzt habe ich wieder nicht aufs Schild geguckt. 8 Kilometer. Und wir müssen geradeaus. Ja, das geradeaus. Mir ging es um die Richtung, weil wir an der Kreuzung stehen. Ich habe schon geguckt. Oh, geil. Du siehst die Schilder ja so selten. Ich sehe die schon. Du ignorierst sie nur. Ja. Auch komisch, ein Gulli mitten im Wald. Ja. Aber gut, immerhin bei einem halbwegs befestigten Weg. Macht auch Sinn. Es gibt auch Wasserentnahmestellen für die Feuerwehr im Wald. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aus deiner eigenen Erfahrung als Wald? Richtig. Okay. Kann man mal machen. Moin. Moin. Na, jetzt sind wir südlich von Altkaster. Ach, guck mal, da haben wir das nächste Schild. Ja, das bin dann wohl wieder ich. Das bist dann wohl wieder du. So, wir sind jetzt an der Station Nummer 4. Die Verhaftung des Werwolfs. Über Jahre versuchten die Bewohner von Eppraat und der umliegenden Ortschaften vergeblich, den Werwolf zu fangen. Trotz aller Bemühungen gelang es ihnen nicht, ihn zur Strecke zu bringen. Im Herbst 1589 half ihnen schließlich der Zufall. Als die Männer sich wieder einmal auf der Wolfsjagd befanden, erspähten sie das Monstrum in geringer Entfernung. Von allen Seiten wurde es umzingelt. Für den Mannwolf bestand kaum Aussicht auf Flucht. Er wurde in einen erbitterten Kampf verwickelt, bei dem er seine rechte Vorderpfote verlor. Das impliziert ja schon mal, dass er eine Pfote hatte. Trotzdem konnte der verwundete Werwolf seinen Verfolgern noch einmal entkommen. Es gelang ihm, sich in seine menschliche Gestalt zurückzuverwandeln. Doch fehlte Peter Stubbe jetzt die rechte Hand. Das sollte ihn zum Verhängnis werden, denn aufgrund der fehlenden Hand wurde er schon bald identifiziert. Die entsetzten Männer mussten mit Grauen feststellen, dass einer aus ihrer Mitte der blutrünstige Werwolf war. Sie fesselten ihn und schleppten ihn unverzüglich vor den Bedburger Magistrat, damit er seiner gerechten Strafe zugeführt werden konnte. Wenn ihr das Ganze nachspielen wollt, es gibt so ein tolles Gesellschaftsspiel für Gruppen, das nennt sich Werwolf, ist genau das gleiche Prinzip. Genau. Ihr könnt auch ein Werwolf sein. Genau. Spiel das Spiel mit dem Krokodil, verlier die rechte Hand oder so. Boah, hier, Fitten, na, ich spring hier lieber nicht rum. Nee, komm. Lassen wir's. Ich wollte gerade sagen, ich sehe dich liegen. Aber weißt du, was das ist? Nee, tatsächlich nicht. Ein Barfußpfad. Okay. Na, ja, so verschiedene Untergründe in so verschiedenen Segmenten eingeteilt. Ja. Damit du dann so im Sommer bevorzugt barfuß da so drüber gehen kannst und verschiedene taktile Erfahrungen machen kannst. Siehst du, und ich sehe mich dann da so drin stehen, so au, au, au. Ja.
Ich glaube, für mich wäre das nichts. Ist aber für die Körperwahrnehmung eine sehr gute Sache. Findest du wieder zu dir selbst. Ist auch so Klassiker im Kita-Leben, mal so Fühlpfade und Barfußpfade und so weiter mal anzubieten. Ich wollte gerade sagen, so Fühlpfad in der Kita finde ich jetzt gerade, ja, schwierig. Warum? Nur so. Ja, es kommt darauf an, was du fühlst. Es geht dann um verschiedene Materialoberflächen. Natürlich. Nicht das, was du jetzt wieder denkst. Achso, kannst du mir gleich von der dritten Station mal das Foto schicken? Das ist klar, kann ich dir das schicken. Das habe ich nämlich vergessen zu fotografieren. Oh no. Hast du. Merci. Oh. Au. Zwei Werwölfe. Ja, genau. Morgen. Oh. So, dem Blatt bin ich ausgewichen. Ganz knappe Kiste hier mit dem Blatt. Du hast es noch rechtzeitig gesehen. Ja, ja, ja. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich jetzt, muss ich sagen. Ja, ja. Aber ich hoffe gerade so sehr, dass die Aufnahme irgendwie brauchbar ist jetzt. Das wäre so cool. Das wäre ziemlich uncool, wenn nicht. Ja. Aber auch dann hätten wir ein entspanntes Naturerlebnis gehabt. Aber warum nicht das Angenehme mit dem Praktischen verbinden? Genau. Ich merke auf jeden Fall, dass ich gleich meinen Pulli im Auto loswerden muss. What? Ja. Okay. Ja gut, es ist zweistellig in der Temperatur, ne? Ja, also meine Hände frieren jetzt aber auch nicht, dadurch, dass ich die ganze Zeit in der Tasche habe. Ja. Ist eigentlich sehr angenehm. Also die Temperaturen sind jetzt auch nicht kalt. Genau. Wäre es jetzt windig, würde dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen was anderes noch. Ja, oder wird es richtig, richtig regnen. Was ist das denn jetzt? Sieht ja merkwürdig aus. Ach, das ist ein Schild. Altkaster, 800 Meter. Ja, aber irgendwie ein bisschen strange. Aber gut. Solange wir nicht an so einer komischen Höhle im Wald vorbeikommen, vor dem so ein Priester sitzt und so einen Apfel schneidet oder so, ist ja alles gut. Schöne Grüße gehen raus an alle Dark-Fans. Also das hier als Fahrradweg zu bezeichnen, ist aber auch eine Frechheit. Für Leute, die BMX fahren? Fitnesslaufpark. Schon wieder in beide Richtungen. Sport. Wobei ich jetzt die Wegstrecken hier so am Feld entlang tatsächlich nicht so cool finde irgendwie. Also so komplett durch. Ich meine, gut, das ist eigentlich mal eine ganz nette Abwechslung. Zum Spazieren und Wandern vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja. Aber da kommt bei mir jetzt gerade nicht so richtig das Werwolf-Feeling auf, irgendwie so am Feld. Ja, wie wird das gleich durch den zweiten Ort sein? Ja. Na gut, der ist ja zumindest noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zurückgeblieben, aber ein bisschen... Aber doch. aber schon irgendwie, ja. Nee, halt einfach so dörflich vom Look and Feel. Ja. Weißt du, was mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rumschwebt? Was? Pfannkuchenhaus. Pfannkuchenhaus. Markus ist getriggert. Ja. Nein, ich koche mir heute Pasta. Pasta? Ja, Pasta. Was für eine Pasta denn? Ich mache da einfach eine Art Jägerrahmsoße dazu. Ah, okay. So typisch deutsch. Ja. Pasta. Richtig. Ich mache mir deutsche Pasta. Nudeln. Genau, ich mache Nudeln. Ich hatte da irgendwie so Bock drauf. Ja, Nudeln gehen eigentlich immer. Da gibt es ja zum Glück auch ausreichend Variationsmöglichkeiten. Absolut. Boah, wir haben uns jetzt von Bofrost so kleine Mini-Frikadellchen mit Chili-Cheese-Füllung geholt. Da bin ich mal gespannt drauf. Klingt pervers geil. Ja, 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 ja. Schauen wir mal. Aber ich glaube, heute gibt es bei uns auch Nudelauflauf oder so. Ah. Haben uns gestern beide ein bisschen ums Einkaufen gedrückt und jetzt müssen wir mit den Sachen klarkommen, die da sind. Ja, Reste essen. Ja, aber auch gestern war dann auch so nach dem Elternsprechtag in der Kita noch so und dann so, ich will nicht mehr. Nee, vor allen Dingen hatte ich schon wieder komplett verdrängt, dass wir noch einkaufen wollten. Ja.
Und dann höre ich auf einmal so, ja, und einkaufen müssen wir ja auch noch. Und ich dachte so, oh no. Wieso wir? Na, nee, das nicht. Nein, Frau, nicht wir. Oder lustig, wie du sagst. Nee, das sage ich lieber nicht. Da kommt die Schelle schneller geflogen, als du das sagen kannst. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Frische Luft macht müde. Absolut. Andere Leute, die gähnen, macht müde. Das stimmt. Auch so ein ganz komischer Trigger, dass das einen so ansteckt, ne? Ah, grausam. Das nervt voll. Da mache ich mir manchmal tatsächlich in so größeren Gruppen einen Spaß draus und gähne künstlich und plötzlich fangen alle an zu gähnen. Der Reihe nach weg, das ist so lustig. Du bist nicht nett. Nein, habe ich auch nie behauptet. Da gibt es ja allein im Mindcast genug Gegenbeweise für. Deutlich, ja. Shane, Shane, Shane. Ich muss ja sagen, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir jetzt in den zweiten Ort kämen. Das ist doch tatsächlich, das zieht sich gerade ein wenig. Ja. Ja, haben es ja fast geschafft. Wir sind ja fast in einem anderen Ort. Direkt hinter der Autobahnbrücke. Genau, hier ist jetzt gleich die Kreuzung. Genau. Und dann geht's schon weiter. Oh, guck mal. Ein Wölfchen Ausbildung. Ja, ja. Das will mal ein Hund werden. Hallo. Hallo. Guten Tag. So, ich sehe das Schild. Yes. Es sagt nach rechts. Also gehen wir rechts. Rechts um. Jetzt auch wieder zwei Schilder direkt hintereinander mit 5 Meter Abstand. Merkwürdig. Es werden immer mehr Leute. Deutschland wacht auf. Ich glaube auch. Das könnte ich ja nicht, ne? Durch ein relativ abgelegenes Waldstück gehen mit Kopfhörern im Ohr. Wieso? Ja, da habe ich ja überhaupt gar keine Wahrnehmung, was hinter mir passiert. So, nee. So. Nee, das würde ich im Wald gesagt, nee. Ich habe da kein Problem mit. Ich höre mir dann ja halt immer einen Podcast an. Nee, das wäre nicht so meins. Ich habe ja gute Augen, wenn ich eine Brille trage. Ja, die dir jetzt beim Blick nach hinten wie helfen? Gar nicht. Sehe ich ja bei dir. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich schon. Aber es war tatsächlich nur auf diesem kleinen Stückchen. Ja, ja. Das war mir eine Lehre. Ja gut, hier sind die Wege ja deutlich breiter. Ja, das stimmt. Und trotzdem wäre es eben beinahe schon wieder passiert, ne? Ja, eben. Aber ich bin ihm ausgewichen. Ja. Wie in der Matrix. Ich merke tatsächlich so, dass dieser ganze unebene Untergrund jetzt für die Schuhe nicht so das geilste ist. Okay. Also ist schon ein bisschen... Sind die Sohlen gleich durch? Naja, das jetzt nicht, aber du merkst halt wirklich jedes Steinchen da drunter. Ne? Das sind halt so dünne Sommerschuhe. Ja. Hier betreut der Nabu ein schützenswertes Biotop. Ja. Gut, was wollen sie machen? Und was ist der Nabu? Der Naturschutzbund. Richtig. Sie sind sehr intelligent. Ich meine intelligent. Sie nicht. Offensichtlich. Nein, ich habe nur ein Sprachproblem. Ja. Warum war der Radfahrer nicht nett? Er hat nicht gegrüßt, die Sau. Du doch auch nicht. Doch. Wie denn? Ich habe ihm zugenickt. Zugenickt, okay. Ja, wie Männer das machen. Ja. Ach, schön die Natur. Anerkennendes Zunicken. Schön die Natur unter der Autobahnbrücke durch. Ja, herrlichst. Wo kommt die denn jetzt plötzlich her? Ach, guck mal. Ein Radfahrer macht gerade Pause. Angelt der hier? Weiß ich nicht. Nein. Nee, aber telefonieren. So, jetzt haben wir den Weg in die nächste
Ortschaft geschafft. Schauen wir mal nach dem nächsten Schildchen. Ist ja schon da vorne und sieht nach geradeaus. Ich kann den Pfeil noch nicht erkennen. Nicht? Ich schon. Jetzt. Aber ich bin ja weitsichtig. Möchtest du ein bisschen planschen, Christian? Nein, danke. Das Wasser sieht nicht aus, als möchte ich da drin planschen. Aber lustig, dass man von hier so fast reingreifen kann. Ja. Wir gehen hier gerade durch so eine kleine Unterführung und rechts von uns ist so ein, ja, so ein Tümpel. Wassertümpel. Oh nee, Steigung. Aber immerhin befestigt. Da geht das noch. So, wir müssen schräg rechts. Ja, wieder in Richtung Fitnesslaufpark. Ja, der Fitnesslaufpfad, der hat es dir angetan, ne? Nein. Ich sehe, du kommst wieder für den Fitnesslaufpfad. Nur dafür, nur dafür. Auf gar keinen Fall. Nur dafür auf gar keinen Fall. Deswegen machst du noch mehr. Du machst den Werwolf-Fitnesslaufpfad. Ich denke nicht, Christian, ich denke nicht. Oh. Da sind wir jetzt richtig müde. Nee, ich merke jetzt einfach so die Anstrengung der letzten Tage. Die macht sich jetzt echt so bemerkbar. Die kickt rein. Ja, aber das Laufen tut gut. Nachher werden mir zwar die Füße qualmen. Oh ja. Aber das macht nichts. Ich habe auf jeden Fall schon Waden. Dann macht sich der restliche Sonntag zum Gammeln aber besonders gut. Dann ja, durchaus. Ist das auch noch mal mehr Belohnung, anstatt genau. Einfach nur gammeln. Wobei nur gammeln ist ja auch manchmal schön. Ja, das darf ja auch mal sein. Aber so hat man halt zumindest das Gefühl, auch vorher was gemacht zu haben. Dass man sich verdient hat zu gammeln. Ja. Genau so wollte ich das sagen. Wie viele Stationen hatten wir jetzt? Fünf? Vier. Vier erst. Vier von sieben. Okay, dann kommen noch drei. Okay. Kriegen wir hin, denke ich. Dann sollten wir nur darauf achten, versuche mich mal dran zu erinnern, dass ich dann zumindest die Bilder von den Stationen irgendwie noch auf Steady dazu packe. Ja. Damit man sich das ein bisschen anschauen kann. Und ins Discord kann ich die ja auch packen. Genau. Oder kann ich generell mal so ein paar Eindrücke von heute reinpacken. Schön, schön, schön. So, jetzt sind wir auch gleich nochmal an der Brücke hier vorne und dann sind wir auch gleich wieder im Ort. Genau, so. Und jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, wir haben erstmal ein Schild entdeckt. Oh, ja, tatsächlich. Gut. Dann bin ich wieder dran, wa? Jo. Das Ende des Werwolfs von Eprath. Das Ende des Werwolfs von Eprath. Was am 31. Oktober 1589 hier in der Erft geschah, darüber kann in einer Vielzahl von Flugschriften nachlesen, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in England verteilt wurden. Der Augsburger Johann Negele berichtet beispielsweise bereits Ende des Jahres 1589, dass Peter Stubbe gemeinsam mit Katharina Trumpen und seiner Tochter Beel zum Schandanger außerhalb der Stadt geführt wurden. Dort wartete schon eine riesige Menschenmenge, die Chronisten sprechen von bis zu 4000 Personen, um dem Spektakel beizuwohnen. Unter den Schaulustigen befanden sich nicht nur Menschen aus Bedburg und Umgebung, sogar aus Köln war man angereist, um an der Hinrichtung des Werwolfs aus Eprath teilzunehmen. Selbst berittene Herrschaften und Angehörige des Adels waren zugegen. Vor den Augen der Menschenmassen wurde Peter Stubbe gemeinsam mit seiner Tochter und der Bäuerin Katharina Trumpen dann zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ob Peter Stubbe die ihm vorgeworfenen Morde und Gräueltaten wirklich begangen hat, konnte nie bewiesen werden. Gewalt, Aberglaube, Verleumdung und Verfolgung – all das spielte bei der Legende um den Werwolf von Eprath eine Rolle.
Die diversen Flugschriften, die über den Werwolf-Prozess weltweit berichtet haben, hat es allerdings tatsächlich gegeben. Das hatten wir damals in der Folge ja auch schon besprochen, dass das so der weltweit bekannteste Werwolf-Prozess gewesen ist. Ja. Weil das sogar international Wellen geschlagen hat. Genau. Ja, aber. So, jetzt müssen wir anscheinend da runter. Ne? Weil es gibt einmal hier rum und einmal da rum. Ne? Aber wenn jetzt hier unser Standort ist, würde ich sagen links rum. Also laut Karte müssen wir hier. Hätten wir eigentlich hier schon abbiegen müssen, aber wir können da wohl noch rum. Oder wir gehen rückwärts. Nee, wir müssen jetzt hier rüber. Na, dann kommen wir hier lang. Sind wir über dem Wasser. Und haben dann hier. Ja, genau. Ne? Dann haben wir 2, 1. Wir gehen dann rückwärts. Ja, oder? Da lang meinst du jetzt? Ja. Ja, dann machen wir das. Ja, wir hätten irgendwo eine Abzweigung leicht links gemusst, scheinbar. Aber Hauptsache, wir kommen über die Brücke da vorne. Ja, aber dann wären wir jetzt wahrscheinlich ja dann so gekommen, oder nicht? Nee, nee. Ach ne, wir wir wären so gekommen und dann hier nach rechts. Hä? Ja, ne, wenn wir jetzt rumgehen, kommen wir da vorne über die Brücke und dann gehen wir dann wieder hier links rein. Ne, zurück nach Altkaster. Ja, ich habe nämlich gerade das Endschild vorgelesen. Ne? Ah. Da fehlen noch 2 Schilder dazwischen. Na gut. Warum sind wir so blöd, diesen Wanderweg richtig abzulaufen? Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind ja eigentlich nur den Schildern gefolgt. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Aber gut. Vielleicht haben wir auch einfach irgendwo eine Abzweigung verpasst. Aber dann hätten wir jetzt ja kurz vor dem nicht noch ein Schild gesehen. Ja. Merkwürdig. Egal. Weil das dann Schild musst du leider jetzt umschneiden. Weil das Schild jetzt gerade war ja auch in die Richtung. Ja. Der Pfeil, also in die entgegengesetzte Richtung, in die wir gerade laufen. Ich check's gerade nicht mehr. Na egal. Kriegen wir hin. Dann gucken wir jetzt öfter auf deine Karte. Aber heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass wir diese Schlaufe jetzt noch gehen und dann komplett nach da hinten? Nach da nein, wieder gehen? Wir gehen also jetzt das, die Schlaufe. Das Auto steht ja hier. An genau. Der Ecke. Genau, ne, wir gehen jetzt die Schlaufe und dann gehen wir noch zum Auto zurück. Aber irgendwie wir müssen leider noch die Schlaufe laufen. Aber irgendwie ist das jetzt hier komisch von der Wegführung. Ja. Vielleicht sind wir auch einfach nur zu blöd, diese Pfeile richtig zu deuten. Würde ich nicht in Abrede stellen. Aber dann hätten wir ja zwischen zwei Punkten kein. Also wenn wir falsch abbiegen würden, hätten wir ja zwischen zwei Punkten nicht immer ein Schild gehabt, was in die Richtung zeigt. Ja, deswegen ja. Das wundert mich ja da dran. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen verwirrend, weil es zwei einzelne Abschnitte eigentlich sind, die so sich ineinander schneiden. Ja. Oder die Pfeile zeigen einen etwas anderen Weg als den du in der App hast. Gut, das ist natürlich absolut möglich. Da sind die Stationen ja zum Beispiel auch nicht als Haltestellen, also als Stopps markiert. Ah, okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das hatte mich gerade schon einmal gewundert. Du hast ja so Zwischenstationen angegeben, aber das sind nicht die Stationen der Schilder. Das sind ja auch mehr Stationen. Genau. Das sind ja hier bei mir in der App sind das, glaube ich, 12 oder so. Und Stationen sind es ja nur 7. Vielleicht jedes Mal, wenn du abbiegen musst oder so. Ja, irgendwie so. Ach, guck mal, Dormagen, 24 Kilometer. Dann bin ich fast zu Hause. Okay. Okay, let's go. Das schaffst du, kannst du rüber joggen nach Wuppertal. Da war ich gestern noch. Aber nicht gejoggt. Nein, aber mit der Bahn. Dann würdest du heute nämlich nicht den Werwolf-Wanderweg gehen. Nein, dann würde ich einfach nur in meinem Bett vor mich hin vegetieren. So, da ist ein Schild nach rechts. Und da ist auch der genau, Werwolf. Da geht's gerade. Ja, hier war eben auch einer. Da, ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Den hatte ich jetzt gerade gesehen. Oh, hier rauscht es gerade. Krass. Okay, let's go. Und dann müssen wir. So, jetzt ist die Frage. Wo müssen wir hin?
Ja, da zeigt's nach da jetzt, ne? Ja, gut, das ist, wenn wir den Weg rückwärts gehen würden. Hier war doch eben noch ein Schild. Geradeaus weiter? Geradeaus weiter, sagt das Schild. Schauen wir mal, was der Laufweg auf der Map sagt. Das sagt, wir sind richtig. Alles auf klar. Dem. Dann gehen wir geradeaus bis zu der Straße, an der wir abbiegen müssen. Korrekt. Aha, befestigter Boden. Befestigter Boden. Bist du gar nicht mehr gewohnt, Boden. Ne? Nee, ist schön gerade für die Füße. Das ist wirklich sehr angenehm. Na, was ihr, liebe Zuhörer, gehört habt, war ein Auto. Wir sind in der Zivilisation. Naja. Naja. In der dörflichen Zivilisation. Im Zivilisationchen. So oder so ähnlich. Genau. Wir sind jetzt quasi auf dem Weg nach Schloss Bedburg. Ding, ding, ding. Ding, ding, das ding. Ist sehr warm unter der Kappe gerade. Ich kann mich nicht beschweren. Auch wenn ich jetzt aussehe wie ein durchgeficktes Eichhörnchen. Das ist korrekt, das kann ich bestätigen. Hier, er hat das F-Wort gesagt. Bestätigen. Genau. Das ist ja auch komisch hier. Mit dieser kleinen Seitenausbuchtung. Ja. Merkwürdig. Ach, guck, da ist auch wieder ein Schild. Ich habe auch so das Gefühl, diese Ausbuchtungen sind eigentlich nicht zum Parken gedacht. Eher zum Ausweichen. Ich glaube schon, die sind zum Parken gedacht. Die sind doch zum Parken gedacht, okay. Ich hätte jetzt gedacht, die wären eher zum Ausweichen. Ach, guck mal, wir können ja eigentlich hier gehen auf dem... Warum sollten wir auf der Straße gehen? Wenn es auch einen unbefestigten Gehweg gibt. So. Dann haben wir jetzt ja nur noch zwei Stationen. Genau. Und dann haben wir es geschafft. Und dann geht's auf den Heimweg. Genau. Dann kommt der Markus ins Heim. Was? Da. Jetzt schnaufst du wieder. Ja, ich habe auch ein bisschen Nase zu gerade. Mal gucken, was sagt mein Puls? 99, das fühlt sich aber gerade nicht nach 99 Puls an. Bist du so aufgeregt? Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich gerade sehr entspannt. Sehr schön. Da. Da auch nochmal ganz dezent das Schild unten dran. Ne, unten, links. Ach, da. Okay. Unter dem Hunde-AA-Tütchen-Ding. Für die kleinen Werwölfchen? Ja. Okay, Werwolf sagt geradeaus. Was sagt deine App? Ich glaube, deine App sagt rechts rum. Meine App besagt, wir gehen noch geradeaus weiter. Doch noch geradeaus weiter? Ja. Okay. Hinten an der nächsten Kreuzung gehen wir rechts. Alles klar. Boah, sind auch ein paar Riesenhäuser hier, ne? Wobei du das in dörflichen Gegenden ja auch öfter hast, dass die Häuser ein bisschen größer sind. Ja. Na gut, je nachdem, wann die gebaut worden sind, waren da mehr Leute noch am Wohnen. Ne? Ja, das stimmt. Größere Familien dann. Pfannkuchenhaus. Das hat sie jetzt angetan, ne? Ja, es klingt irgendwie direkt schon lecker. Ja, ich muss sagen, in Wermelskirchen gibt es ein richtig geiles. Die machen auch Jägerschnitzel im Pfannkuchen. Aha. Mega geil. In meiner alten Heimat Göttingen gibt es das Kartoffelhaus. Ah. Auch lecker. Wie deutsch möchten Sie es haben? Ja. Naja, da gibt es schon zig verschiedene Variationen, so von an Kartoffelgerichten, aber sehr lecker. Ah, okay. Man merkt aber auch so, je weiter wir gehen, umso länger werden die Redepausen. Ja, das ist jetzt mehr so dieses Konzentrieren, Durchhalten.
Ja gut, hier gibt es jetzt ja auch gerade nicht so viel zu erzählen. Wir laufen jetzt halt gerade so durch ein... Linkshäuser, rechts ein kleiner Bach, Rechtshäuser. Etwas begrüntes Wohngebiet. So, hier müssten wir jetzt, glaube ich, rechts rüber. So, jetzt müssen wir rechts. Yes. Sagt auch das der Schild. Werwolf. Werewolf says, ja. Everyone rechts oben. Oh. Ah, eine Kirsche. Langsam spielende Kinder. Ja, sollen sie halt schneller spielen. Boah, schöner Spielplatz. Ja. Schön weitläufig. Oh, ein Toyota MR2? Nein, ein Honda CRX. Ah. Ah, ja, ja. Ja, das erinnert mich an alte Gran Turismo-Zeiten. Ah ja. Deswegen. Also die ersten zwei, drei Gran Turismo-Teile kamen, war das eine Zeit, wo ich dann auch noch so ein bisschen Interesse so an Rennspielen hatte, durch diese arcadigen Rennspiele, so Need for Speed und so. Hm. Und dann habe ich das erste Mal von Gran Turismo gehört und dachte mir, oh cool, ein neues Rennspiel, irgendwie schaust du mal rein. Ja. Das war so gar nicht arcadig, ne? Nee, und dann habe ich so Menüs gesehen, so Reifenhöhe, Reifendruck und keine Ahnung was. Und dachte so, nee. Und dann habe ich es nie gespielt. Buch? Nie gespielt, das Ding war auch ganz gut so, glaube ich. Das wäre nichts für mich. Ja doch, ich liebe Gran Turismo. Ja, es macht, glaube ich... Der Soundtrack, Moon Over the Castle. Ein sehr schöner Soundtrack. Ja gut, ich fand immer den von Need for Speed auch ganz gut. Also Need for Speed Underground 2, das war schon nicht schlecht. Ja, ich habe gestern noch ein YouTube-Video von Mythos of Gaming gesehen. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee. Der hat da auch so ein bisschen über NFSU und NFSU 2 referiert. Na, so ein bisschen so ein Throwback. Und ich dachte mir so, boah, jetzt hast du wieder voll Bock auf die Teile. Das sind meine Lieblingsteile von der NFS-Reihe. Ja. Krankenhaus St. Hubertus Stift. Ja, müssen wir hier einmal über die Ampel. Also an der Ampel über die Straße. Drück die Knöpfchen. Er hat Knöpfe drückt. Diese Knöpfe hier finde ich immer so ganz komisch, wo man so drückt. Achso, ich dachte, wo man so streichelt. Ja, ja, wo die Knöpfe nicht reingehen. Ja. Also drüben war ein anderes als hier. So, Werwolf sagt, wir müssen aufs Privatgelände. Ja. Ja, zum Durchgehen halt, ne? Ist ja auch der Haupteingang hier. So, was wir jetzt sehen, ist eine sehr schöne alte Kirche. Ziemlich beeindruckend. Und ich sehe ein Steakhouse. Sehr cool. Nom, nom, nom. Scheiß auf Pfannkuchen, wir gehen Steak essen. Gäbe jetzt Schlimmeres, ich sag dir, wie es ist. Ja. Das Problem ist, wenn ich jetzt Steak esse, gehe ich keinen Schritt mehr weiter. Na gut, dann kriegst du dein Steak erst im Auto. Aber dann ist kalt. Dann ist Schuhsohle. Ja, Schuhsohle ist ja gut, so muss Steak ja sein. Nein. Für mich schon. Für mich darf es noch sich fast bewegen. Also so schön Medium finde ich geil. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier lang geht. Da. Alles klar. So gerade so ein relativ weiter Hof, sage ich mal. Mhm. Ah. Mit mehreren Richtungsmöglichkeiten. Da haben wir jetzt auch ein Rathaus. Ja, das brauchen wir aber wahrscheinlich nicht. Bistro, Café, Restaurante, Pizzeria, Steakhouse. Wir sind hier ganz falsch. Was bin ich froh, dass ich noch gefrühstückt habe. Ah, ich weiß auf jeden Fall, dass ich was essen werde, wenn ich nach Hause komme. Ja, definitiv.
Biergarten, Marktstübchen. So, wir sind jetzt am Bedburger Rathaus. Da müssen wir lang. Nee, hä? So. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger mit den Schildern. Nein. Doch nicht, okay. Sagt er genau 2 Meter von einem Schild mit einem Pfeil drauf von dem Werwolf. Ja, sehr gut. Ich hab's voll raus. Aber gut, da muss man fairerweise sagen, hier gehen die optisch, obwohl hier weniger Bäume stehen, gehen sie aber mehr im Drumherum unter. Das stimmt. Ne? Also die fallen jetzt nicht so sehr auf. Ja. Wie mitten im Wald halt so ein weißes Schild mit einem schwarzen ganz Kopf genau drauf. Historischer Wanderweg. Ja, da sind wir ja mit dabei. Oh, cooles Tor. Pacific Delivery, Sushi und Co. Oh, Sushi ist auch was Feines. Ist jetzt nicht so meins. Du magst keinen rohen Fisch? Nein. Verstehe ich nicht. Nein, nein, nein. Oh. Um es mit den Worten des großen Gollums zu sagen, gib ihn uns roh und zappelt. Ja, ja, ja. Behalte garstige Kartoffeln. Töften. Bäckerei, Konditorei. Mm. Die Versuchung ist gerade riesengroß. Aber die Versuchung sagt nein. Mein Herr, Sie haben Zwiebelleder. Mm. Sie haben vor allen Dingen Hunger. Oh, mexikanisch. Oh. Wir sind hier in einer ganz fiesen Ecke. Ja, was? Aber gut, dass wir jetzt wieder hier rechts rein müssen. Ja. Das ist ja super. Weg vom Essen. Ja. Ja, jetzt fängt es auch wieder ein bisschen an zu regnen. Sehr schön. Kleiner Schotterweg. Aber ich muss sagen, erstaunlich gut noch hingekommen mit dem Wetter jetzt heute, ne? Ja. Also da hätte ich jetzt noch nicht schlimm regnerisch. Hätte ich jetzt mit Schlimmerem gerechnet, auch wenn weniger angesagt war. Ja. Da kann man sich ja nie so 100% drauf verlassen. Leider nicht, nee. Aha. Ich glaube, hier ist relativ eindeutig. Ja. Schon geht's wieder in ein kleines Waldstück. Ich check noch mal die Karte, bevor wir jetzt hier mittendrin stehen. Ah ja. Genau, das ist jetzt aber wirklich nur noch so ein kleines Eckchen hier. Jo. Haben wir jetzt fast die Hälfte der zweiten Tour erreicht. Meinst du denn hier auf dem Stück, wo es wieder nach hoch geht, ist da noch eine Station? Möglich. Es müssten theoretisch noch 2 Stationen übrig sein. Hm. Naja gut, dann würde das mit dem Rundkurs natürlich auch mehr Sinn machen, ne? Ja. Treten der Anlage auf eigene Gefahr. Ja, ja gut. Herrlichst. Dann mal los. Los geidert. So, da sind wir doch wieder auf Spur hier. Auf den Spuren von Peter Stubbe. Richtig. Schlichen sie sich durch den Bedburger Wald und wurden dabei nass. Hin und wieder gab es aggressives Pflanzentum. Und auch der Boden. Er war sehr schlüpfrig. Ja. Ja, wo wir bei schlüpfrigem Boden waren. Ja.
hat's dich auch dahin geschlüpfert fast. Fast. Aber auch nur fast. Das ist ja das Schlimmste beim Radfahren, ne? Wenn du bremst und dann gerade auf so einem nassen Blatt bist. Ja. Und dann einfach mit dem Blatt, also auf dem Blatt mit dem Reifen komplett wegrutscht. Das ist richtig scheiße. So, Karte sagt rechts. Das sieht richtig aus. Ja. Und dann sind wir bei dem Parkplatz und dem eigentlichen Startpunkt nach meiner App hier. Genau. Merkwürdig. Aber das macht doch gar, also das macht doch von der Reihenfolge, also vom Inhalt der Station macht das hier anfangen doch gar keinen Sinn. Nee, absolut nicht, deswegen war ich verwirrt. Also da, wo wir angefangen haben, war ja dann auch geschichtlich und von der Reihenfolge her die erste Station. Richtig. Komisch, dass mich dann die App hier. Ja gut, vielleicht ist der das egal, die Reihenfolge. Vielleicht dachte sich, ja, die machen bestimmt Fotos. Dann können sie das alles zusammenbauen. Ja. So. Oh, die Lücken hier zwischen sind ja gerade mal richtig scheiße. Alter, wenn dir da hier das Handy runterfällt, kannst du aber mal richtig Pech haben. Ja. Ach du Scheiße. Mal gut zwei fingerbreite Lücken hier zwischen diesen Brückendingern. Heieiei. Da ist eine Station. Nee, doch nicht. Nee, ist keine Station. Aber Wölfchen sagt da runter. Ja. Aber da vorne sehe ich eine Station, glaube ich. Da meinst du? Vielleicht links. Ja. Ja, könnte sein. Ja, das ist auch der Startpunkt hier quasi. Ja. Dann wären wir hier links auf dem Parkplatz gelandet nach meiner Routenplanung. Aber dann war das ja gut, dass wir deinen Punkt angesteuert haben. So rein, sehe ich genauso. So rein von der Reihenfolge her. Hello, I'm looking for a German voiceover. I have the text files and I would like to know how much time it would take for you to complete the job and how much it will cost. 35.000 Wörter. Meh. Das klingt nach viel. Ja, textmäßig geht das. Also da geht's. Obwohl Voiceover ist das eine ganze Menge. Ja, da oben. Toll. Also. Schaffst du's? Ja, ja. Willst du mir eine Trittleiter vielleicht machen? Auf den Spuren des Werwolfs von Ebrard. Moment, ich glaube, dafür nehme ich mal das Mikrofon ab. So. Interessant, gar gruselig ist die historisch verbürgte Geschichte über den Werwolf von Ebrard, der im 16. Jahrhundert sein Unwesen im Bedburger Raum getrieben haben soll. Anno 1589 begab es sich in Ebrard, dass gar Böses sich umtrieb. Der Stubbe Peter soll ein Werwolf sein. Erzählten sich die Bürger sogar bis nach London und Augsburg. So kam es, dass der weltweit bekannteste Werwolf-Prozess, ja, eben noch von gesprochen, dann auch im 16. Jahrhundert in Bedburg stattfand. Peter Stubbe, ein aus Ebrard, heute Bedburg, stammender Bauer, wurde gemeinsam mit seiner Tochter und seiner Lebensgefährtin vor ein Blutgericht gestellt und wegen Hexerei und Werwolferei verurteilt und am 31. Oktober 1589 in Bedburg öffentlich hingerichtet. Der spektakuläre Fall wurde durch Veröffentlichung in zahlreichen Flugschriften weltweit bekannt. Genau, und dann noch Infos zum Weg generell. So, dann. So, mal mit der Klippe die Clip. Mikro noch an. Dein Mikro ist noch an, ja. Perfekt. Und deins, lass mal schauen. Yes. Sehr schön. Prima. So, gut. Wo müssen wir jetzt lang? Da. Wir müssen da lang. Ich da lang? Okay. Die Enten lachen dich wieder aus. Ja. Mein Orientierungssinn, ich weiß. Aber wir haben. Dann sind wir so. Hallo. Dann sind wir so 60. Naja. 70-80% durch, würde ich sagen, ne? So 80 eher. Ja, so 75 sind wir durch. Schätze ich mal so. Wir haben die Hälfte der zweiten Tour. Und jetzt sind wir am Schloss Bedburg. Schönes Gemäuer. Scheint aber noch nicht ganz so alt zu sein. Das Gemäuer ist mir nicht ganz geheuer. Denn dort brennt ein Feuer. Erwischt es mich, werden. Erwischt es mich, dann wird es teuer. Ja, und da haben wir die letzte Station tatsächlich.
Das ging jetzt schnell. Das waren jetzt nur ein paar Meter. Ja. Dann gefoltert. Los. Gefoltert und zum Tode verurteilt. Aus einer flämischen Flugschrift des Jan van Geelen von 1589 erfährt man viele Details über die Folterung und Hinrichtung des Mannwolfs aus Eppraat. Er schreibt, dass Soldaten Peter Stubbe zum Schloss Bedburg beförderten, wo man ihn zunächst im Turmverlies einkerkerte. Doch schon nach wenigen Tagen brachte man den Inhaftierten in die Folterkammer. Angesichts der schrecklichen Folterwerkzeuge gestand er voller Angst all das, was man ihm vorwarf. Nach diesem umfassenden Geständnis wurde Peter Stubbe am 28. Oktober 1589 zum Tode verurteilt. Auch seine Tochter Beel und seine Gefährtin Katharina Trumpen wurden als Mittäterin für schuldig befunden. Die öffentliche Hinrichtung wurde auf den 31. Oktober 1589 festgesetzt, den Tag vor Allerheiligen. Ja, passt doch. Okay. Ja, krass. Ne, wenn man sich vorstellt, 31. Oktober 1589, ja. Ist jetzt bald Jahrestag. Ist bald wieder Jahrestag, genau. Kommen wir tatsächlich fast pünktlich. Ja. Oh, ich sehe blauen Himmel. Ja. So, ich glaube, wir müssen da runter. Dann haben wir jetzt nur noch den Rückweg zum Auto, korrekt? Richtig. Dann jetzt müssen wir nur noch irgendwie wieder zum Auto kommen. Dann würde ich sagen, beenden wir doch hier mal die Aufnahme. Ja. Dann kann ich schon mal die Sachen einpacken, weil der Rückweg ist jetzt ja nicht so spannend mehr. Und ja, dann hören wir uns vielleicht gleich nochmal. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Das, meine Lieben, war unser Exkurs über den, durch den, unter den, zwischenhindurch, dem Werwolf-Wanderweg. Wir haben es, wie gesagt, endlich geschafft. Es war eine Tortur, es war nicht leicht, wie ihr vielleicht gehört habt, aber kommen wir doch jetzt zum erfreulichen Teil, denn diese Folge stellt wider Erwarten nicht das Ende dieses Monats für euch dar, denn wir haben noch ein kleines Special für euch am 31.10. Eingangs hat es der Christian ja schon erwähnt. Vielen Dank, Christian. Gerne. Und ja, wir möchten euch einfach nur nochmal zum Ende dieser Folge nochmal darauf hinweisen, dass es eine zusätzliche Folge diesen Monat gibt. Nochmal on top, nur für euch. Denn wir hatten die Möglichkeit, einen Horrorfilm uns vorab anzuschauen, in einer Presseversion, dankenswerterweise. Und in der nächsten Folge, am 31.10., sprechen wir über genau diesen Film. Und es lohnt sich einzuschalten, denn ihr werdet auch 3x2 Freikarten für eben diesen Film gewinnen können. Dazu aber dann in dieser Folge mehr. In diesem Sinne, au, 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 Wolfsgeheul und so weiter. Ciao, ciao. Tschüss. Save your day. Games, movies, and more. For geeks and nerds, your favorite podcast ever. The Mind Stalker is on his way. The Mindcast is here to save the day. The Mind Stalker is on his way. Talking about things the Mindcast way.